Weiter geht die Interview Polonaise hier in der Halle C. Und ich habe hier heute, also quasi jetzt, direkt gleich drei Leute auf einmal sitzen und wir hoffen einfach mal, dass es mit der Soundbelästigung im Hintergrund im Rahmen des Machbaren bleibt. Hallo, ich bin der Andi, wer seid eigentlich hier? Martin, stell du dich doch bitte zuerst. Ja, gerne. Ich bin Martin Ratschek, Zeichner und bin hier heute mit Aljoscha Jelinek, ich bin Autor von Comics und ich mache auch noch einen Podcast, das Heldensofa und im Oberstübchen, Teil von megaliferadio.net. Beide sehr empfehlenswert. Genau, dankeschön. Vielen Dank. Wir sind ja nicht so viele hier in der Podcast-Gemeinschaft, was zumindest Comics angeht, aber das wird wahrscheinlich mehr werden in den nächsten Jahren. Ne? Mhm. Gut, und dann haben wir noch eine. Ja, ich bin Astrid Bültemeier und unterstütze die beiden, weil die ein Projekt haben, das heißt König der Orchideen, aber dazu sagt ihr am besten noch mehr. Genau. Okay, genau. Das heißt, die beiden kreativen Köpfe hinter dem Projekt und ein Support. Support in der kreativer und kommunikativer vor allen Dingen Hinsicht. Ach ja. Also. Okay, sehr gut. Ja, was habt ihr uns da mitgebracht? Vielleicht sollten wir vorher noch mal ein bisschen anders anfangen. Woher kennt ihr euch eigentlich? Warum macht ihr das mit diesem ganzen Comic-Zeug eigentlich? Also vor 2 Jahren habe ich Martin zum ersten Mal kennengelernt. Also ich bin noch nicht so lange in der Comic-Szene unterwegs. Da habe ich ihn auf Erlangen auf der Zugfahrt kennengelernt und sein Zeug, vor allem eine Geschichte über die Suche nach einer Tüte. Wie heißt denn die? Ja. Ich zahle doch nicht für eine Tüte. Genau, und da dein Charakter, der kleines Schwein. Kleines Ferkel, das auf der Suche nach dem geheimen Friedhof der Plastiktüten. Mhm. Und die hat mich so fasziniert und der Stil war so rotzig, so geil, dass ich ihn immer so im Hinterkopf hatte und ich habe immer verschiedene Story-Ideen und die ich mit verschiedenen Zeichnern umsetze. Mit Jolotte habe ich schon Sachen umgesetzt, mit Schlogger. Und dann habe ich eines Tages beschlossen, dass ich Martin mal ganz unverbindlich frage, ob er Bock hätte auf einen Comic. Genau, plötzlich kam eine E-Mail und ich bin Autor, wollen wir nicht was zusammen machen? Haben wir uns getroffen und ein bisschen rumgequatscht und ein bisschen sofort entdeckt auch gleich. Ja, das passte ganz gut. Ich tue mich manchmal ein bisschen schwer mit dem Storytelling. Darum ist es gut, jemanden dabei zu haben, der das drauf hat. Dann kann ich mich auf Zeichnung konzentrieren. Da haben wir ganz gut zusammengefunden. Mhm. Und jetzt haben wir uns halt dieses große Projekt erdacht, König der Orchideen, wo wir dann zusammen eine Graphic Novel uns erarbeiten. Genau. Und da seid ihr jetzt gerade im Entstehungsprozess, das ganze Projekt wächst gerade. Genau, also wir sitzen seit sieben, acht Monaten dran. Am Anfang haben wir Charakter konzipiert, Story geschrieben. Grobe Story steht jetzt. Und jetzt haben zwei Spin-off-Stories gemacht, also eine 16-seitige Test-Story. Und da haben wir uns die Aufgabe gestellt, hier können wir alle Fehler machen, die wir wollen. Und haben viele stylistische Experimente gemacht und jetzt danach wussten wir besser, wohin die Reise geht. Und dann haben wir eine Story für Gisam gemacht, 10 Seiten, Esmeralda heißt sie. Ein kleines Mädchen flüchtet vor einem Hund und flüchtet sich in ein Gewächshaus eines exzentrischen Sammlers und dort zufällig kommt sie in das Gewächshaus. Eigentlich flüchtet sie durch die Kanalisation. Genau. Und kommt dann aus Versehen in diesem riesengroßen Gewächshaus raus. Und dort trifft sie auf eine Vampirorchidee, von der wird sie gerettet und ja, genau. Und jetzt, nachdem wir diese 26 Seiten testmäßig konzipiert haben, haben wir uns an das große Projekt gewagt, König der Orchideen, soll insgesamt fast 200 Seiten. Wir haben ungefähr 16 geschrieben davon, 16 gezeichnet und ja, jetzt geht's langsam los. Und wir zeigen das allen Leuten, allen Verlagen. Und versuchen, die von unserem Projekt zu überzeugen. Okay, ihr seid also gerade am Pitchen, wolltest du irgendeinen Verlag unterbringen? Hört ihr schon irgendwie, man kann wahrscheinlich nichts anteasen, mit wem man im Gespräch steht oder natürlich, was? Natürlich. Mit allen stehen wir im Gespräch. Allen im Gespräch, richtige Antwort, sehr gut. Genau. Ja, nee, wir haben tatsächlich jetzt 5 oder 6 Leuten gezeigt und überraschend viel positives Feedback bekommen. Bei einigen passt es natürlich nicht so richtig ins Programm rein. Bei anderen haben wir gehört, wo es noch ein bisschen Verbesserungsbedarf gibt oder aber was halt ganz toll ist. Ja. Einmal quer durch. Bis jetzt sind alle interessiert und jetzt versuchen wir die nächsten Verlage anzugehen, haben Termine gemacht und ist halt immer recht interessant, weil wir bekommen dem einen Redakteur oder den einen Verantwortlichen gefällt die eine Sache sehr gut. Also wir haben zum Beispiel, die eine mochte unsere Farbverläufe, die eine hasste sie. Also es ist sehr, also was stilistisch Geschmäcker, es gibt auch bei den Verlagen, wie unterschiedlich das ist, das war sehr interessant, mal wieder zu sehen, wem was gefällt und auf was manche Leute Wert legen und auf was andere nicht. Das war echt
Das ist immer wieder faszinierend. Das ist sehr interessant, weil es jetzt im Vergleich zu anderen Interviews, die wir geführt haben, eben nicht der Weg zu sein scheint, okay, wir machen einen Webcomic, den machen wir jahrelang und machen dann irgendwann einen Print, sondern ihr geht direkt in diesen Bereich rein, dass ihr das eben als eben Real-Life-Comic zum in der Hand halten, sag ich mal, machen wollt. Was noch mal kurz zum Format. Wie ist das, als was für ein Format legt ihr das an? Soll das Heftserie sein, ein Album? Wir wollen das in einem zusammenhängenden Buch am besten abschließen. Schönes, dickes Ding. Ein schönes, dickes Ding, wo die Leute sich lange dran erinnern können, was sie in einem, vielleicht sogar in zwei Sitzungen durchlesen können. Und wir glauben, dass... Vor allen Dingen eine komplette Geschichte erzählen, wo man eintauchen kann und dann möglichst gar nicht mehr aufhören möchte, bis es zu Ende ist, weil es spannend und interessant und mit Action und Emotionen ist. Wir glauben, dass so ein Comic-Format funktioniert sehr gut, wenn man das in einer zusammenhängenden Sitzung lesen kann. Also kann ich tatsächlich. Das glaube ich auch. Außerdem haben wir auch gehört, dass es wahrscheinlich auch am besten funktioniert, dass das viel gefragt wird, nicht einzelne Bände, keine Fortsetzungsgeschichten, sondern ein Teil, wo man ein komplettes Programm dann bekommt. Also ich habe mein ganzes Leben lang Kurzgeschichten geschrieben, also und auch keine Ahnung, an Wettbewerben teilgenommen, und das ist eine super harte Kunstform, weil du das halt genau sehr kompressieren musst. Du musst das auf jedes Wort muss sitzen, und jetzt haben wir eine Geschichte, wo wir uns ein bisschen entfalten können und auch in die Details gehen können und einfach langsam erzählen können, dem Comic, der Geschichte gerecht werden. Das haben wir auch im Vorwege festgestellt. Ich habe schon für Jazam viel gezeichnet, fast seit der ersten Gestern Ausgabe. Gestern ausgezeichnet auch, ne? Ja, auch. Seit der ersten Ausgabe bin ich fast dabei, also richtig gesagt, seit der zweiten Ausgabe in jedem Heft eins drin, also jetzt 12 Geschichten am Stück. Und da ist mir aufgefallen, dass mit 10, 12, 16 Seiten man zwar eine kleine Geschichte erzählen kann, aber irgendwie fehlt dann der Raum, die Tiefe zu machen, die Charaktere einzuführen, richtig zu zeigen, wie die interagieren miteinander. Darum hatte ich auch Lust, eine längere Geschichte zu machen, wo man dann tatsächlich auch Raum hat, Emotionen zu zeigen, Bilder zu zeigen, Welten aufzubauen und sowas. Das geht natürlich nicht auf 16 Seiten. Das Coole ist, also das Comic ist der König der Orchideen. Und darauf wollte ich auch hinaus, und vor allem hattest du jetzt auch schon ein bisschen Aspekte des Inhaltes angeschnitten, auf die wir vielleicht echt mal zu sprechen kommen sollten. Worum geht es eigentlich in dem Comic? Vielleicht auch so ein bisschen Genre. Figuren habe ich vorher schon gesehen. Ich habe hier so einen, wie gesagt, diesen Testprint von euch. Was ist bitte der König der Orchideen? Das ist die Frage wollen wir versuchen in der Geschichte zu beantworten. Grobes Genre, es ist eine klassische Abenteuergeschichte mit Fantasy-Elementen. Es spielt in einem sehr interessanten Setting, weil damals Ende des 19. Jahrhunderts war das so, dass es gab Orchideenjäger. Also Orchideen waren sehr gefragt damals in London, in den großen Städten, weil die waren Prestigeobjekte für reiche Leute, für Sammler. Weil die Sache war die, du konntest Orchideen nicht züchten. Den hat irgendein Pilz gefehlt, aber das wussten die damals noch nicht, den konnte man die nicht in Gewächshäuser anziehen. Was haben die Leute gemacht? Die haben Orchideenjäger in die ganze Welt geschickt, und die mussten diese seltenen Orchideen aus den Dschungeln holen oder von Bergketten runter unter größter Gefahr, verfolgt von Tigern und was weiß ich, und mussten die zurück nach Europa bringen, in Kästen, die extra dafür gebaut worden sind. Und die Orchideenjäger haben sich gegenseitig so ein bisschen platt gemacht dabei, also die haben falsche Sammelstellen erzählt, die haben die anderen Leute in Gefahr gebracht, indem sie die in gefährliche Gebiete geschickt haben. Also das war so ein richtiger Wettlauf um die Orchideen damals, wer die coolste Orchidee findet und so. Teilweise das ist eigentlich ein geiles Ausgangssetting. Ja, ne? das hat mich so fasziniert. Ich habe das damals im Globetrotter, habe ich eine 50-Cent-Buch über die Pflanzenjäger des 19. Jahrhunderts gefunden. Und da waren so coole Geschichten drin. Leute, die sich aus Eifersüchteleien quasi die Blumen aus den Händen gerissen haben, irgendwie so die ganze Zeit Heist-Movies-artige Verfolgungsjagden. Der eine hat diese eine verletzliche Blume in der Hand und reitet auf ein Pferd weg vor irgendeinem anderen Orchideenjäger. Das waren ganz tolle Geschichten, und dieses Setting haben wir jetzt benutzt für das König der Orchideen. Das ist ja, das klingt, also ich meine ganz im Ernst, ich hatte das nicht im Geschichtsunterricht. Damit musste man sich doch ein bisschen beschäftigen. Woher kam die Inspiration? Wie sah es mit der Recherche aus? Oh ja. Wir haben uns natürlich tausende Bücher aus der Bücherei geholt, und das Interessante bei uns ist, dass alle unsere Charaktere historisch inspiriert von Persönlichkeiten aus dieser Epoche sind. Also zum Beispiel unser Protagonist, Wilhelm Michulitz,
ist ein Orchideenjäger aus dem 19. Jahrhundert, der wirklich gelebt hat. Und der hat wirklich ganz tolle Orchideen gefunden und nach Europa gebracht. Nur, wie auch in unserer Geschichte, er wurde von der Historie ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Also niemand erinnert sich mehr an ihn. Mhm. Und genau diese Art von Geschichte, seine Geschichte, dass er quasi seinen Platz in der Geschichte als Orchideenjäger arbeiten will, das ist quasi sein emotionaler Kern, den wir herausarbeiten wollen. Aber auch die anderen Charaktere, wie ein exzentrischer Sammler mit dem Namen Frederick Sander, hat wirklich gelebt und war ein berühmter Orchideensammler zu der Zeit, der berühmteste sogar, ein Deutscher, der nach London ausgewandert ist, der am Rande von London Orchideen gesammelt hat. Also all unsere Charaktere basieren auf historischen Persönlichkeiten aus dieser Epoche, die aber nicht besonders in unserer allgemeinen Historie Platz gefunden haben. Ja, die ganze Geschichte drumherum haben wir komplett erfunden und sind nur von den Figuren ausgegangen und haben denen natürlich auch neue Charaktere, Facetten aufgesetzt und die Geschichte zwischen denen neu erfunden und eine kleine Love Story natürlich auch eingebaut und ein Bösewicht, den es auch mal gegeben hat, der vielleicht gar nicht so unbedingt tatsächlich im realen Leben was mit denen zu tun hatte, aber zeitlich schon genau da reinpasst. Ja, wir haben auch zum Beispiel der beste Freund von Wilhelm ist Dr. Franz von Siebold. Das war einer der erste berühmte Japan-Forscher Deutschlands und der ist immer noch allen Japanologen im Begriff, weil seine Reiseberichte waren die ersten Reiseberichte aus Japan. Und es war auch ein berühmter Botaniker und Florist gleichzeitig. Und solche Leute bauen wir dann beständig in unsere Geschichten ein. Genau. Vielleicht kurz noch mal zum Zeichenstil, den ich jetzt hier vor mir habe. Wenn du da ein bisschen mal erzählen könntest, da in welche Richtung das geht. Also wir haben einfach tatsächlich auch ein bisschen abstrakte Anteile mit dabei. Farbverläufe hattest du jetzt gemeint. Die sind natürlich auch, sage ich mal, es ist auch ein bisschen wie Wasserfarben, kann das sein? Das weiß ich nicht. Das hier ist noch nicht fertig. Das ist alles digital. So. Hier ist ein bisschen Farbverlauf. Das ist jetzt nicht ein Stilmittel, was ich auf jeder Seite benutze, auf gar keinen Fall. Nee, es ist Bleistiftzeichnungen und die dann sehr, sehr schwarz gedreht und dann am Rechner koloriert. Style ist so ein bisschen funny-mäßig. Mhm. Das kommt daher vielleicht, weil ich auch noch gar nicht so lange Comics zeichne, 10 Jahre oder sowas. Ich habe früher immer Comics gelesen und das hat sich dann sehr spät erst entwickelt, dass ich gemerkt habe, nee, eigentlich möchte ich das auch selbst mal machen. Und habe, wie gesagt, vor 10, 12 Jahren angefangen, dann selbst Comics zu zeichnen. Habe Ferkel und Golem gezeichnet, tatsächlich auch als Webcomic mit vielen, vielen Folgen. Ich glaube, über 100 tatsächlich kleine Strips im Internet auf meiner eigenen Webseite. Crabcards.de heißt die. Gestern noch verlinkt, ja. Sehr schön. Und daraus und über die Jazam-Teilnahme jedes Jahr hat sich das dann so ein bisschen entwickelt. Und da ich natürlich, um meine Miete zu verdienen, nicht Comics zeichne, sondern was anderes mache, ich bin Grafikdesigner und Packaging-Designer, habe ich mir einen Stil angeeignet, der in kurzer Zeit, die mir neben dem Beruf bleibt, umsetzbar ist und trotzdem Ergebnisse bringt. Darum ist der Funny Style, den kann ich relativ schnell dann in das Wort. Naja, kurzer Zeit ist jetzt falsch gesagt, weil es trotzdem natürlich auch irrsinnig lange dauert, Comics zu produzieren. Das Wort, das wir benutzen, das gut passt, ist schlonzig. Schlonzig, rotzig. Schlonzig, so. Rotzig, ja. Aber geil. Ja, ja, weil also ich mag das total, analog zu arbeiten. Ich finde, am Rechner mit dem Wacom ist Kolorieren schön, aber so den richtigen Strich, den richtigen Duktus von so einer Linie, finde ich digital, kriege ich irgendwie nicht so hin oder... Weiß ich nicht. Ja, ist ja schön, dass die Werkzeuge da so vielfältig sind und man da einfach ganz viele Sachen nehmen kann, um dann zum Ergebnis zu kommen, das man selbst ganz gerne hat. Jetzt gehen wir natürlich davon aus, dass ihr so super bald diese Bestätigung eines Verlags kriegt und dann natürlich da irgendwo das auch Ganze erscheinen kann. Jetzt klingt es aber auch noch ein Projekt, wo man ganz viel Arbeit reinstecken muss. Was hättet ihr denn, wenn ihr so ein bisschen spekulieren müsstet, wann würdet ihr gern veröffentlichen? Ende 2019 ist eine realistische, würde ich sagen. Ja, vielleicht. Ende 2009, Anfang 2020, je nachdem, wie umfangreich wir das dann, die Story wirklich gestalten. Mhm. Es gibt, also wir haben schon so viele Szenen ausgearbeitet, also noch nicht gezeichnet, aber zumindest in Skriptform.
die wir noch alle reinbauen könnten, aber da könnten auch so viele Szenen auch wieder wegfallen, um das ein bisschen konzentrierter zu erzählen. Mhm. Und dann muss man natürlich auch immer noch gucken, wie das zeitlich tatsächlich umzusetzen ist, neben dem Beruf, denn Geld bringt das natürlich nicht, wie viele sagen. Also wir haben mit ein paar Verlagen gesprochen, die sagen, ja, das kann natürlich nur so und so, davon kann man keine Miete zahlen und so. Ja. Und, in Deutschland zumindest nicht. Zumindest nicht in Deutschland. Und wir überlegen jetzt noch, ob wir noch einen Koloristen dazu holen für die dieselbe Geschichte. Ne? Nicht unbedingt, aber vielleicht findet man irgendwelche idealistischen Menschen, die unseren Werf darin teilen und dann einfach Bock auf die Sache haben, weil wir stecken ja auch viel Zeit und Herzblut da rein. Für die Gisem-Geschichte wollte ich noch kurz sagen, hatten wir jetzt eine Koloristin, Lou Britko, die hat sich bereit erklärt, komplett zu kolorieren, diese 12 Seiten. Esmeralda war das. Das ist das Esmeralda-Comic, genau, das hat die einfach so gemacht, weil sie Spaß dran hatte. Vielleicht hat die wieder Lust, keine Ahnung, vielleicht findet sich jemand anders. Wir werden noch mit ihr reden auf jeden Fall, aber sie hat einen großartigen Job bei Esmeralda gemacht und vor allem die Gewächshausszene hat uns sehr gefallen. Ja. Also ein bisschen auch symptomatisch einfach für diese deutsche, ich sag's mal, Indie-Szene. Erstmal viel Herzblut reinstecken, viel Zeit, Kraft und Energie und wenn du Glück hast, kommt am Ende ein Ergebnis raus, wo man vielleicht den Druckkosten also wieder drin hat. Beim Verlag wäre das natürlich eine andere Situation, ganz klar. Da wünsche ich viel Erfolg. Habt ihr, weil es mich mal interessieren würde, wie das hier auch vor Ort auf dem Salon aussieht, das hier auch vor Ort bei Verlagen vorgestellt? Wenn dem der Fall war, weil wenn man jetzt mal einen direkten Vergleich ziehen möchte, zum Beispiel zur Frankfurter Buchmesse, die ich auch besuchen durfte als Presse und da den Eindruck hatte, als wäre das eine, was kein Vorwurf, sondern eigentlich eine gute Sache, eine sehr businessorientierte Veranstaltung, wo man, es geht ums Netzwerken, da geht es darum, sich Backstage zu treffen und gegenseitig auszutauschen. Ist das hier eine Sache, die auch auf dem Salon funktioniert? Ja, doch. Also wir haben bis immer, wenn wir Leute angesprochen haben, waren die sehr nett und haben uns ihre Know-how geteilt ein bisschen. Allgemein habe ich das Gefühl, dass die Leute recht zugänglich sind. Also vor 2 Jahren war ich ja schon mal. Da war das irgendwie ein bisschen stressiger alles, weil allein anscheinend ein bisschen mehr Leute rumgelaufen sind und da waren die Leute sehr mit Verkauf beschäftigt. Aber in diesem Jahr haben wir das Gefühl, alles ist offener. Zumindest für ein schnelles Gespräch. Ja. Seid ihr hier auch für normale Besucher auch mit dem Stand vertreten? Kann man euch hier sehen? Heute ist Samstag, das ist wohl traditionell der stärkste Tag von den... Ja, gerne. Also wenn ihr unsere Geschichte einmal reingucken wollt, dann kommt doch zum Buddelfischstand in Halle A. Das ist ein großer Tisch direkt gegenüber von Zwerchfell. Ich weiß nicht genau die Standnummer. Aber wir sind jetzt auch nicht live, das kommt auch nicht heute mehr, deswegen wird das jetzt natürlich... Ach schade, dann nehmt eure Zeitmaschine, kommt zurück und dann... Aber ihr könnt uns auch persönlich anschreiben, wenn ihr einen groben Verlauf im Internet haben wollt, dann müsst ihr einfach nur auf Instagram gehen und dann habt ihr da unseren Account, heißt King of Orchids Comic. Mhm. Das findet ihr da recht schnell, ja. Und vielleicht noch kurz zur Kommunikation, was spannend ist, wenn man halt so eine Messe nutzt, um wirklich direkt ins Gespräch zu kommen, lohnt sich's vorher schon mal Kontakte aufzunehmen, per E-Mail, per Telefon, mit den Leuten von den Verlagen. Ich fand, das war so ein Türöffner, dass die schon mal davon gehört hatten. Da haben wir dann eine E-Mail geschickt mit einem Anhang, so einem kleinen Appetizer, dass die Leute schon mal wussten, aha, da war was und sich dann dran erinnern konnten. Und ein anderer Tipp, den wir jetzt auch gekriegt haben, war, andere Künstler, andere Comic-Künstler auch schon zu informieren, denn die haben ja auch wieder Kontakte zu Verlagen und dann ist es auch leichter, da reinzukommen. Das war so etwas, was wir jetzt gestern nochmal spannend fanden, auch rausgekriegt zu haben. Und gerne teilen mit anderen, die da vielleicht auch mal so einen Weg gehen. Super, kann ich nur bestätigen. Die E-Mails vorab haben mir auch sehr geholfen. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, die ich heute genommen habe. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg mit dem Projekt und würde mich freuen, wenn wir das Ende 2019, vielleicht Anfang 2020 irgendwo sehen. Und ey, ich würde es mir auch bei euch im Selbstverlag kaufen. Das ist klingt auch schon mal gut. Vielen Dank und viel Spaß noch im Salon. Ja? Ich will nur eine für unseren Heldensofa-Podcast ein bisschen Werbung machen. Ja, okay. Mit Maurice. Wir waren ja auch schon zu Gast. Wir waren ja beim Comic-Cast. Stimmt, da habt ihr zusammen, hast du ja mit zusammen mit Paris geschnackt, genau, ne? Genau, da haben wir jetzt auch hoffentlich bald mal wieder Heiko oder Sarah Borini zu Gast und dann reden wir über Superhelden allgemein, versuchen so eine Charakter. Ganz herausstechend auch, weil in dem Comic-Cast Special haben wir versucht, es gibt eine Handvoll Comic-Casts in Deutschland. Das Besondere bei euch ist ja, dass ihr eben nicht einfach nur Rezensionen macht, sondern ihr quasi euch ein Thema raussucht. In dem Fall waren es bis jetzt, glaube ich, vor allem immer Helden und die umfangreich beleuchtet, was einfach auch, ihr seid quasi eine Audio-Version einer Superhelden-Datenbank. Einfach echt geil. So eine Superhelden-Historie versuchen wir so ein bisschen auf die Beine zu stellen, so eine Geschichte zu erzählen. Genau, und wenn ihr auch noch coolen Bock habt auf einen schönen Webcomic, bitte auf Spatzbrück mal gehen.
spatzbrück.de, gezeichnet von Sebastian Kempke und mitgeschrieben von seinem Bruder Matthias Kempke, der auch Videospiele macht, und mir. Genau. Das ist ein schöner Webcomic, den wir bald wieder fortsetzen. Also Top-Handwerk, wenn ihr da Bock drauf habt. Und das war's auch schon hier mit Werbung, ne? Genau. Immer. Vielen Dank. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss. Das dritte Interview des heutigen Tages. Wir sitzen wieder draußen, denn ey Leute, ich habe es jetzt schon x-mal gesagt, man muss hier einfach mal draußen gesessen haben. Das bisschen Wasser hier am Rand und die bisschen Blümchen hier am Rand. Da sind tatsächlich ein paar Cosplayer, sehe ich gerade. Alles macht mir gute Laune und auch meine Interviewpartnerin heute hat da Potenzial für. Hallo, ich bin der Andi, wer bist denn du? Hallo, ich bin Lisa Rau. Hi Lisa. Ich habe dich da gestern auf dieser Bühne gesehen, im E-Werk hier in Erlangen. Und irgendwie hast du die ganze Zeit was moderiert. Was war denn das? Das war der Bitstorm, gekreuzt mit Spiel mich, der Sammelkartenaktion. Und also wir haben hier für den Comic-Salon ein Kartenspiel gemacht mit irgendwie über 40 Indie-Comic-Künstlern, die alle Kartenmotive gestaltet haben mit ihren eigenen Figuren aus ihren Comics. Und wir haben daraus so eine Art Quartettspiel gemacht, also aber ein bisschen auch gekreuzt mit so, ja, eigentlich klassischen Trading-Card-Spielen. Und genau, die Karten, die kann man hier kaufen, sammeln, tauschen, damit spielen. Ja, und das ist gekreuzt mit dem Bitstorm, der hier schon eine lange Tradition auf dem Comic-Salon Erlangen hat, von, ich glaube, Beetlebum und Lisa Neun ins Leben gerufen. Das ist ein Zeichen-Battle, wo dann abends die Zeichner nochmal ihre Fähigkeiten gegeneinander unter Beweis stellen können. Häufig unter Alkoholeinfluss, wie man so munkelt. Mhm. Und genau, irgendwie waren die dieses Jahr ganz aufgeschlossen, das mal so ein bisschen abzuwandeln, das Konzept, und mit dem Kartenspiel zu kombinieren. Weil ich nämlich auch, also ich habe dieses Kartenspiel ins Leben gerufen und zusammen mit der Eve J. von der Comic Solidarity haben wir das so in Windeseile noch in den letzten Wochen vom Comic Salon aus dem Boden gestampft. Waren selber total geflasht, wie viele Leute da auch drauf angesprungen sind und voll Bock hatten und dann noch mitgemacht haben und wirklich unter härtesten Bedingungen. Wir haben die Deadline noch vorverlegt. Ja. So, übrigens, ihr habt noch eine Woche kürzer Zeit, eure Motive abzugeben. Haben die aber echt gemacht und ja. Also wirklich voller Erfolg. Ich finde das mega geil. Das ist ja wohl das beste Beispiel, warum die Comic Solidarity so eine tolle, ich sag mal, Vereinigung oder so ein Netzwerk ist, eben weil man sich zusammenschließt und ein gemeinsames Projekt auch hat. Und die Eve J. hat vorhin schon gemeint, dass dieser richtige Sammelkarteneffekt auch eingetreten ist. Leute wollen unbedingt diese Karten. Die Karten kriegt man, klar, man kriegt wohl so ein Starter-Set zu kaufen, aber Sinn und Zweck ist es ja eben, Kontakt zu den einzelnen Künstlern aufzunehmen und sich dort die Karten abzuholen. Und der Run hat schon begonnen. Also finde ich mega fantastisch. Von wem kam die Idee? Wo kam das her? Wenn wir da mal. Ja, also es fing eigentlich damit an, dass ich mit den Leuten von Delphinium Prinz, mit dem David Fülecki und dem Hugi, Marcel Hugenschütt, so ein bisschen am Überlegen war. Also ich hatte Bock, irgendwie nochmal eine Aktion zu machen, die ja irgendwie die Szene zusammenführt oder so ein bisschen nochmal Aufmerksamkeit einfach generiert. Und ich hatte am Anfang nur so langweilige Ideen wie ja, irgendwie ein Kalender oder irgendwie sowas. Und die waren direkt, nee, Kalender, das kauft keiner. Oh, ein Lesezeichen, und, danke. Ja, genau. Und musste ich ja auch zustimmen, dass das jetzt nicht so die Bringer-Idee war. Und irgendwie fiel dann am Rande was so, ja, wir wollten eigentlich schon immer mal so ein Quartett, irgendwie so ein Kartenspiel machen. Und da bin ich irgendwie direkt drauf angesprungen und habe gedacht, ja, das ist eine geile Idee. Das muss man eigentlich machen. Und dann habe ich mit denen so ein bisschen erst, ja, also vor allem mit dem Hugi irgendwie so gebrainstormt, und weil ich nämlich irgendwie direkt dachte, da könnte man was Größeres draus machen. Es gibt ja hier schon einige Künstlerkollektive, also wie dann irgendwie Delphinium Prinz oder Gesam, auch kleine Indie-Verlage, und dann dachte ich, das wäre eigentlich voll cool, wenn die dann auch schon so richtige Decks irgendwie zusammenstellen und man dann wirklich auch eine Chance hat, so viele Karten zu sammeln, dass man mit denen spielen kann, die dann vielleicht auch, wenn die zusammen als Pack verkauft werden, ein bisschen günstiger sind, als wenn man die immer so einzeln kauft. Ja, genau, also da entwickelte sich direkt ganz viel an Ideen.
Und dann ist das aber erstmal so ein bisschen hängen geblieben, weil ich selber auch noch in einem anderen Projekt drin war. Ich habe da noch so einen kleinen Roman von einer Freundin illustriert. Ja, und nach der Leipziger Buchmesse habe ich gedacht so, ja, jetzt liegt das hier noch auf dem Tisch. Mache ich das oder nicht? Es ist jetzt irgendwie schon so knapp und stecke ich da jetzt noch mal so viel Energie rein? Aber irgendwie habe ich schon gedacht, also wenn das umgesetzt wird, hat man eine gute Chance, das über die Comic Solidarity zu machen, weil ich weiß nicht genau, wie lange ich bin, ja, seit 2 Jahren bin ich in der Comic Solidarity, seit dem letzten Comic-Salon Erlangen. Und habe gemerkt, das ist eigentlich eine ganz aktive Gruppe so und die haben Bock. Und dann habe ich das da so erstmal ganz schüchtern reingeschrieben, ja, ich weiß nicht, ob es eine gute Idee ist, so, aber vielleicht ein Kartenspiel. Und da sind halt direkt mehrere Leute drauf angesprungen und haben gesagt, ja, das ist eine voll gute Idee. Und dann habe ich gedacht, okay, also jetzt ist der Moment, wo ich denke, jetzt muss man es durchziehen. Und zum Glück ist die Eve da auch direkt drauf eingestiegen, weil ohne Eve hätte das nicht geklappt. Aber ja. Wie ist einiges an der Solidarity ohne Eve wahrscheinlich, dass das so flutschen würde. Ja, also genau. Ich kenne das halt aus anderen Projekten, die ich so starte. Dann bin ich immer so der Antreiber. Und wo ich das auch in Kauf nehme, dass halt die Arbeit an mir hängen bleibt. Und das war jetzt eine total tolle Erfahrung, dass ich mit Eve da so jemanden hatte, wo man immer wusste, man kann sich auf sie verlassen und andersrum, sie kann sich auch auf mich verlassen. Und das, ja, wo wir beide einfach anpacken wollten. Und ja, nee, das war eine ganz tolle Erfahrung. vielleicht nochmal zu dir. Wir haben jetzt vorab schon ein paar Worte gewechselt und du hast mir gesagt, dass du hier im quasi zweiten Bereich oder ersten Bereich, ich will ja keine Reihenfolge festlegen, der Halle C bist, quasi im Foyer, das hier im Schlossfoyer. Und da bist du vermutlich nicht ohne Grund. Ich könnte mir vorstellen, dass du unter Umständen selbst schon mal was mit diesen ominösen Comics gemacht hast. Ja, richtig. Ich bin tatsächlich irgendwie 2001 so über Manga reingekommen. Und habe da angefangen, ja, ganz viel zu zeichnen und meine Bilder hochzuladen. Und habe auch relativ früh irgendwie so How to Draw Manga dann angefangen, meine eigenen Comics zu zeichnen, noch so ganz naiv. Ich freue mich eigentlich schon total auch auf die Worst-of-Lesung morgen. Also da hat ja jeder auch so seine Sachen im Schrank, wo man weiß, ja, sowas existiert noch irgendwo tief vergraben. Naja, genau, und dann bin ich 2005, 2006 halt beim Schwarzen Turm reingekommen. Mhm. Also ich hatte genau vorher halt immer so Kurzcomics für Wettbewerbe gezeichnet. Das war damals eine Zeit, wo es ganz viele Manga-Wettbewerbe gab, zum Beispiel auch von der Leipziger Buchmesse und so. Und wo alle auch davon geträumt haben, abgedruckt zu werden. Und der Schwarze Turm war so der erste Indie-Verlag, der halt auch so in der Manga-Szene gefischt hat. Und genau, da habe ich dann angefangen für Es war kein Mal, diese Märchenanthologie. Das war so ein Konzept von der Olivia Viehweg. Ja, und dann war ich ein paar Jahre eigentlich beim Turm und habe da Kurzgeschichten veröffentlicht. Und dann sind aber irgendwann so ein bisschen diese Anthologien ausgestorben. Und ich glaube, dann kam halt generell erstmal so eine Phase, wo alle ein bisschen orientierungslos waren, weil auch die großen Verlage, hatte man den Eindruck, sind so ein bisschen vorsichtiger geworden. Und dann kam irgendwann das Self-Publishing auf. Und das hat mir auch nochmal so einen riesigen Motivationsschub gegeben, als man so rausgefunden hat, ah, es gibt jetzt Online-Druckereien, da kann ich mein Zeug selber drucken lassen, das ist finanzierbar. Internet, ey, Wahnsinn. Ja. Also es ist echt schon cool, wie sich das alles entwickelt hat. Genau, und habe dann eigentlich so mit Self-Publishing angefangen und habe dann, ich glaube, Waldgeflüster war tatsächlich der erste Comic, den ich habe drucken lassen. Es ist ein Kurzcomic, den ich während dem 24-Stunden-Comic-Tag im Köln Comic-Haus angefangen habe. Habe es leider nicht geschafft, die 24 Seiten in 24 Stunden. Bin bis Seite 9 gekommen, aber habe das dann im Nachhinein noch fertig gemacht und habe dann gedacht, so, jetzt hätte ich was, das kann ich drucken lassen. Habe das probiert und war dann überrascht, wie gut das angekommen ist, weil aufgrund dieses 24-Stunden-Dings habe ich halt angefangen und versucht, es so relativ locker zu halten. Also es ist nicht so, ja, ein bisschen ins Detail ausgearbeitet, so Bleistift mit Aquarell. Und war dann hier auf dem Comic-Salon
und habe da irgendwie einen Ecom-Preis für bekommen, für herausragendes Artwork. Ganz überraschend und ja. Da also, ist ein bisschen da reingerutscht in die ganze Geschichte. ja, prima. Und dann, das ist dann also auch bei weitem nicht dein erster Salon, schätze ich mal, ne? Also ich gehe schon lange auf Conventions, aber Comic-Salon, es ist ja tatsächlich erst mein zweiter. Mhm, okay. Also ich habe schon immer gerade von den Turmleuten, vom Schwarzen Turm, die Schwärmereien gehört, so ja, Erlangen, das muss man mal gemacht haben. Klassenfahrt, Familientreffen. Ja, ja, ja. Und das heißt, ich war schon ein bisschen so angespitzt, aber habe das erst letztes Jahr zum ersten Mal geschafft, weil der ist ja auch nur alle 2 Jahre und ich glaube, das Mal davor wollte ich gerne und es hat dann nicht geklappt und dann muss man wieder 2 Jahre warten. Ja, und dann geht das so ins Land. Und wie ist so dein Eindruck von der generellen, also von den ersten Jahren? Wir haben im Endeffekt jetzt ja 1,5 Tage hinter uns, der 3. Tag beginnt gerade. Heute Samstag wohl der personenstärkste Tag soll es erfahrungsgemäß werden. Ich bin gespannt. Wie ist so dein Eindruck? Wie bist du auch mit der Aufteilung zufrieden, gerade auch mit dem Platz, wo du sitzt? Vielleicht kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also grundsätzlich finde ich hier das Ambiente mega schön mit dem Park. Also man kann es nicht oft genug sagen, du sagst es wahrscheinlich auch andauernd. Also es ist total schön, man tritt aus der Halle raus und man hat hier direkt ein buntes Blumenmeer und Springbrunnen und so. Also und auch, dass das irgendwie hier direkt so angrenzend an die Stadt ist, das finde ich sehr positiv. Speziell mit meinem Platz im Schlossfoyer bin ich nicht so 100%ig glücklich, weil es wäre irgendwie schön gewesen, wir sind ja offiziell auch Halle C, aber irgendwie abgetrennt von dem großen Zelt Halle C. Und irgendwie wäre es schöner gewesen, wir wären da noch mit reingerückt. Also man hätte ein größeres Zelt gemacht oder noch ein kleines Zelt mit dran gebaut, dass das irgendwie mehr zusammengehörig ist. Also ich muss jetzt immer rüberlaufen zur Comic Solidarity. Wir konnten uns ja selber auch nicht aussuchen, in welchem Bereich wir landen. Ich hatte eigentlich erwartet, die ganzen Indie-Leute sind zusammen. Sind sie doch aber. Ich meine, C ist ja quasi ausschließlich Indie und ein bisschen Hochschule. Ja, aber wir sind halt in dem anderen Bereich. Ja, ja. In dem anderen C. Ja, in dem anderen C. Und leider ist es auch irgendwie so, dass wir dachten ursprünglich, Halle A grenzt direkt an. Man geht durchs Schlossfoyer rüber zur Comic Solidarity und den Hochschulen und läuft automatisch bei uns durch. Ist aber gar nicht so, weil da doch eine relativ starke Grenze gezogen wurde. Oder Halle A ist zu unserer Seite geschlossen und das heißt, die Leute gehen zu den Seiten raus und gehen dann seitlich am Schlossfoyer vorbei in den Park rein. Und erst wenn die sich umdrehen, sehen die, ach, da ist ja auch noch ein zweiter Bereich, Halle C. Mhm. Der ein oder andere Gast kommt sicherlich trotzdem mal vorbei. Wie war denn so bis jetzt das Feedback? Hast du schon irgendwie auch mal Gespräche mit Leuten führen können? Und wenn ja, was hast du für einen Eindruck von den Leuten, die auf diesen Comic-Salon gehen? Wer ist es? Interessante Frage. Also tatsächlich, ich war dann doch positiv überrascht, dass doch eigentlich immer gut Leute bei uns durchschlendern. Das schon. Ich habe jetzt noch gar nicht so viel mit Leuten geredet, weil ich jetzt auch so viele Termine hatte, dass ich irgendwie viel unterwegs war und dann meinen Standkolleginnen viel überlassen habe, da den Stand zu schmeißen. Es scheinen mir alles recht comic-affine Menschen zu sein. Also jetzt im Vergleich zum Beispiel zu den Conventions, diesen unterschiedlichsten Veranstaltern, Conventions. Stuttgart möchte ich da mal ausklammern. Sind das hier, glaube ich, alles sehr comic-interessierte Leute? Denen geht es auch um den Comic, um das Medium, glaube ich. Ja? Und du hast gemeint, du hattest schon Termine. Vielleicht hast du auch noch Termine. Du hast uns jetzt von der Lesung erzählt, die jetzt wohl morgen ist, wo du aus deinen Anfangstagen lesen kannst. Was hast du noch für Termine gehabt? Bei der Lesung bin ich nicht dabei, da werde ich nur zugucken. Ach so, okay. Da werde ich nur zugucken. Ich war gestern bei einem Diskussionspanel zum Thema Filterblasen in der Comic-Szene. Und mit dem Spiel habe ich halt viel hin und her gewurstelt, Spielkarten ausgetragen, also zu den Leuten gebracht und so und geguckt, sind genug Würfel da und alles. Und der erste Meister von Spielen ist der kleine Sony geworden, Sony? Ne? Ja, ja, genau, richtig. Ja. Das war gestern ja noch so das Abendprogramm, beziehungsweise Vorabendprogramm. Um 18 Uhr war dann hier so der quasi Tages-Bitstorm-Spiel-mich-Event. Und das war so ein bisschen nochmal, um zu zeigen, wie das Spiel eigentlich funktioniert.
weil die Leute kaufen das und haben auch die Spielanleitung, aber trotzdem, manche sind dann so, ich möchte das mal live sehen, wie das eigentlich gespielt wird, damit ich mir vorstellen kann, wie jetzt genau die Abläufe sind. Und das haben wir dann gestern auf der Bühne von der Comic Solidarity gemacht. Wir hatten dann auch einen kleinen Preis ausgeschrieben, also einen Gutschein von Quimby über 25 Euro. Genau. Noch so als zusätzlichen Anreiz für dieses Mini-Turnier. Und genau, wir hatten dann vier Teilnehmer, die gegeneinander antreten konnten und Karten spielen konnten, die auch dann selber nochmal kleine Blankokarten ausfüllen konnten, live auf der Bühne, um selber Teil des Spiels zu werden. Ja, und tatsächlich hat sich dann ein sehr junger Teilnehmer durchgesetzt und alles weggefegt und am Ende den Preis einkassiert. Aber sehr zu Recht, ich glaube, er war auch gleichzeitig der Sieger der Herzen. Ja. Scheint ein Riesenspaß gewesen zu sein. Vielleicht kannst du uns zum Schluss noch so ein bisschen was anteasen. Was können wir jetzt demnächst von dir erwarten, wenn wir uns mal einen Eindruck von dir und deiner Arbeit machen wollen? Was gibt's denn da noch Geiles, was demnächst auf uns zukommt? Ja, also ich, an der Stelle möchte ich noch mal kurz das Bilderbuch erwähnen, was ich letztes Jahr rausgebracht habe. Also ich habe mit einer Freundin zusammen ein Bilderbuch gemacht, so im Comic-Stil. Das heißt HL und die Spiegeltore. Das ist ein 70-seitiges Hardcover-Buch, DIN A4-Format, mit einer Fantasy-Story, sowohl für Kinder als auch für Erwachsene gedacht. Also wir haben das so geschrieben, wie wir selber auch gerne das lesen würden, weil ich selber auch immer denke, ich möchte eigentlich ja gerne noch mehr schön illustrierte Geschichten lesen, und es müssen auch nicht, gar nicht unbedingt immer Comics sein, das darf auch den Illustrationen noch ein bisschen mehr Raum geben, aber ja, ich wollte das einfach mal ausprobieren. Das war auch für mich so ein kleines Experiment, um mal eine Geschichte mehr mit Farbe zu machen, wo ich bei Comics dann doch ein bisschen zurückschrecke vor dem Aufwand. Genau, das haben wir letztes Jahr auch als Self-Publishing herausgebracht. Das findet man auch im Freibeuter-Shop zum Beispiel. Genau, also das war so das letzte große Ding, was ich selber gemacht habe. Ich mische auch immer wieder bei Gruppenprojekten mit, also wie irgendwie Märchenbücher, die von verschiedenen Künstlern illustriert sind, oder dann Kalender oder was auch immer, jetzt das Kartenspiel. Ja, und was ich jetzt plane als nächstes, ist tatsächlich ein Webcomic. Mhm. Und da werkel ich schon etwas länger dran und versuche jetzt wirklich mal zu dem Punkt zu kommen, dass das richtig starten kann. Finalere Form annimmt. Ja, genau. Ja. Hast du schon einen Namen, den du verraten kannst, oder ist der noch in der Erarbeitung? Nee, der Name steht fest, er heißt Indigo. Mhm. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich ziemlich speziell an, aber die Inspiration war dafür, einen Comic zu machen, der eine Kreuzung ist aus Magical Girl, also wie so klassisch Sailor Moon, und Bollywood. Weil ich mal tatsächlich eine Phase hatte, wo ich ganz viel Bollywood-Filme geguckt habe und mich da auch wissenschaftlich mit beschäftigt habe im Studium. Also ich hatte Theater, Film und Fernsehwissenschaften noch als Nebenfach. Weil ich das ganz spannend fand, wie stark sich das unterscheidet so von dem, was wir so von unseren Sehgewohnheiten kennen. Und ich glaube, das hört sich für manche erstmal abschreckend an. Also man denkt so, okay, Kitsch Overload, Magical Girl und Bollywood, kitschiger geht's gar nicht mehr. Aber ich habe da ganz viele Ideen für und versuche mich da auch tatsächlich von diesen ganzen Manga-Vorbildern eigentlich zu lösen oder was Neues draus zu machen. Also wenn man echten Comic-Fans was nicht vorwerfen kann, dann, dass sie nicht bereit wären, auch mal neue Sachen auszuprobieren und einen Blick zu riskieren. Insofern würde ich mich freuen, wenn Indigo auch irgendwie gut durchstartet. Ich wünsche damit ganz, ganz viel Erfolg und vor allem wünsche dir noch viel Spaß hier auf dem Salon. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Tschö. Viel Spaß. Tschüss. Auf diesem 18. internationalen Comic-Salon in Erlangen, da gibt es jede Menge Highlights. Und eine Sache, mit der ich persönlich, also wo ich echt überrascht war, dass es in der Form gibt und wie das so läuft, das ist, dass, klar, an so ein Künstlerkollektiv kannst du aufmachen, ne? Aber dass du mit deinen Kollegen gleichzeitig irgendwie auch verwandt bist, das ist die absolute Ausnahme. Hallo, ich bin der Andi, wer seid eigentlich ihr? Ja, wir sind Illustrie, wir sind als Comic-Familie hier.
Das heißt, uns gibt es einmal in real und es gibt es einmal als Comicfiguren. Wir sind jeder einzeln eine kleine Comicfigur. Ich laufe als Stu durch meine Bücher. Ich bin der Timo, hallo, der Papa. Genau, ich bin die Mama. Und ich bin Soni. Genau, Soni, sag mal, wie alt du bist? 11 Jahre alt. Genau. Und du bist Gewinner vom Spielmichkampf gestern, ne? Von diesem Kart? Ja, ja. Yeah. Yay. War es ein schweres Spiel? Sehr ja, knapp. Es ging. Ging, ja. Aber es war knapp. Und ja. Jetzt noch so auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel Spaß macht das Spiel? Für mich? 10. Mega. Richtige Antwort. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, super. Ihr wart auch so nett, mir hier heute mal was mitzubringen, denn ganz im Ernst, man sieht schon auf den Covern, das seid auf jeden Fall ihr, da gibt es gewisse Parallelen. Ja. Vielleicht fangen wir einfach mal so ein bisschen dabei an, wer ihr eigentlich seid, denn ihr seid ja eben nicht nur eine Familie, ihr seid ja eben auch Comiczeichner und Autoren, also quasi das Rundum-Paket. Mir fällt gerade auf, dass auch nur 2 von 3 oben auf dem Cover draufstehen. Ja. Es war sehr, sehr kurzfristig, weil das neueste Buch ist in vielen aufopfernden Nachtschichten vor Erlangen entstanden. Mhm. Und entsprechend haben wir die letzte Geschichte, wo Henry eben auch mitgezeichnet, oder Soni ist ja sein Künstlername, mitgezeichnet hat, die ist wirklich in der letzten Sekunde noch ins Heft reingerutscht. Mhm, cool. Und dementsprechend haben wir dann das Layout nicht mehr geändert. Aber das nächste Mal, auf dem nächsten Heft, steht er dann als Autor hoffentlich auch mit drauf. Dann gibt es auch eigene Geschichten von dir, ne? Genau, dann gibt es auch eigene Geschichten. Juhu! Wir freuen uns drauf. Vielleicht könnt ihr so ein bisschen was zu euch erzählen, denn ich vermute mal, so eure Familiengeschichte und persönliche Lebensgeschichte ist ja auch ein Stück weit die Geschichte von euch als Künstler. Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen für jemanden, der euch noch gar nicht kennen sollte, so ein paar Worte zu euch verlieren. Also, wir haben uns auch kennengelernt 2001 auf dem Comic-Seminar. Mhm. Das ist ja immer eine Woche vor dem Comic-Salon oder alle 4 Jahre ist ja alle 2 Jahre ist der Salon, aber jedes Jahr ist das Seminar. Und dort haben wir uns kennengelernt 2001. Genau. Ja? Und haben festgestellt, wir kommen beide aus Hamburg und haben dann sozusagen nach dem Seminar uns noch weiter getroffen und dann, ja, ist daraus, jetzt sind wir 2018, ist daraus unser Sohn entstanden. Ja, aber nicht 2018. Also. Nein. und ihr wart also quasi beide vorab schon Comiczeichner und Comic-Künstler, sag ich mal, weil irgendwie einen Autorenanteil habt ihr auf jeden Fall auch da drin, schätze ich. Habt ihr, das ist jetzt aber hier, glaube ich, weil ich es überflogen habe, aber eine Stil oder sind das mehrere Stile, die ich. Nee, das sind mehrere. Okay, ja, bei uns ist die Besonderheit, also einer der Gründe, als wir uns, dass wir uns viel getroffen haben, auch nach dem Seminar, war, dass wir einen ähnlichen Stil haben. Und ich war damals sehr überarbeitet mit meiner Kinderbuchserie, die 3 Fragezeichen Kids, die ich damals schwer noch am Zeichnen war. Also das ist meine Serie, die ich entwickelt habe mit als Zeichner. Und ich brauchte Hilfe. Ich war völlig überlastet. Und da ist Timo dann eingesprungen und hat angefangen, zumindest die Cover schon zu kolorieren. Und da haben wir dann gemerkt, wir können super gut zusammenarbeiten, weil du musst jemanden finden, der im selben Strich zeichnen kann wie du selbst. Also quasi fälschen. Und da findet man nicht jeden um die Ecke irgendwie, der das sofort ad hoc beherrscht. Aber Timo ist gelernt auch an Ausbildung als Trickfilmzeichner. Genau, klassisch, diese Disney-Nummer. Mhm. Ja. Und da muss man Stile adaptieren können. Und ich war halt permanent überlastet und konnte permanent Hilfe gebrauchen. Und so hat sich das irgendwie immer weiter. Ja, und dann haben wir halt noch mehr Parallelen gefunden. Ja. Zusammengefunden. Genau. Super. Stiltechnisch. Ja. Nicht nur, ja genau, über den Stil kam das erst und über diese Urlaubshilfe, Aushilfe, keine Ahnung. Und so wurde das dann immer irgendwann irgendein Brei oder eine Symbiose, wie soll man sagen. So dass wir teilweise irgendwann unsere Kinderbücher, wir haben dann noch andere angefangen. Wir konnten am Ende nicht mehr unterscheiden, wer was gemacht hat. Also wenn man dann irgendwie eine Edu von uns gesehen hat und ich sage, was hast denn du da gemacht? Sagt er, ja, ich habe die Kinder gezeichnet. Ich sage, und wer hat den Hubschrauber gezeichnet? Ja, du. Ich? So. Ich habe den Hubschrauber. Ja, man kann es nicht mehr auseinanderhalten. Genau. Und das ist dann, hat sich so ergeben. Und ist immer noch so.
Und ich glaube, mittlerweile ist das unauflösbar. Also wir dürfen uns niemals in die Wolle kriegen. Sonny, wir sind das abends am Esstisch, wenn ihr gemeinsam da sitzt und Abendessen esst. Geht es dann die ganze Zeit nur um Comics? Nee. Nee? Wie oft geht es denn bei euch zu Hause um Comics? Ja, öfters? Ja. Ich meine, du liest ja immer abends auch am Abendbrotstisch, ne? Ja. Was liest du denn so? Ich lese LTBs, Lucky Dukes, Gaston, Ottifanten, Garfield. Ja. Das ist so unsere Lektüre abends. Auch viele, genau. Also Klassiker auch viele dabei. Ja, ja, genau. Ja, der liest quasi meine alte Comic-Sammlung gerade von vorne nach hinten und von hinten nach vorne. Und letztendlich ist er am Lesen und wir am Reden. Ihr merkt schon, ich finde das ganz neugierig und finde es interessant zu wissen, wie das ist, weil man kennt das natürlich, wenn Kollegen zusammenkommen, auch in ganz anderen Wirtschaftsbereichen, dann spielt natürlich der Job im Privaten durchaus auch eine Rolle. Ich frage wirklich so dreist einfach mal nach, ist das was, was euch regelmäßig beschäftigt? Dreht man sich dann doch immer irgendwie ein Stück weit um dieses Thema Comics, so schön es auch ist, oder kann man da auch eine gesunde Distanz zu entwickeln manchmal? Wir können das gar nicht auseinanderhalten, ehrlich gesagt. Okay. Es ist so verflochten und verwoben. Es geht, glaube ich, auch hauptsächlich um Bilder, um visuelles Sehen. Mhm. Also egal, was das ist, weil wir ja auch im wahren Leben als Brotjob Illustratoren ja. sind, ist es nicht immer nur der Comic, weil Comic ist ja auch viel Erzählen. Aber die Illustration, das Bild, das gezeichnete Bild, das ist schon sehr vorrangig bei uns eigentlich. Themenstark. Ja. Stark vertreten, genau. Es ist... Aber es wird uns auch nie langweilig, ne? Ja, ja, das glaube ich gern, ja. Und ihr habt mir jetzt hier zwei Bücher mitgebracht von eurer aktuell laufenden Serie. Ihr tretet eben als Kollektiv oder als Gruppe Illustri auf. Da seid ihr vorne drauf. Und das läuft jetzt, einer nennt es jetzt hier Unkraut und Rüben, das andere heißt Stimmt so. Es geht um, steht vorne drauf, autobiografische Comics oder eben auch Anekdoten einer Comicfamilie. Ja, worum geht's? Was sind so eure Themen? Haut mal raus, was sind so, was spuckt da so in den Heften rum? Eigentlich das alltägliche Leben, ne? Ist das Thema. Ja, erzähl doch mal von deiner Episode. Was machst du da? Episode Star Wars, weißt schon darauf. Weißt schon darauf hin. Genau, er ist in dem Star Wars Comic drin. Ich nehme das jetzt mal beispielhaft. Ne? Das ist eine Situation, da Henry hat am Anfang nicht viel gezeichnet, was uns sehr deprimiert hat. Ne? Zwei Zeichner auf einen Haufen und kriegen ein Kind, das nicht zeichnen will. Es war ihm zu anstrengend. Und ich habe das verstanden. Und er hat aber toll gezeichnet. Und die Episode ist hier, guck mal da eben, Seite 16. Ich habe gerne immer gesagt, wenn ich zeichne, kommt immer nur Kriegelkragel raus. Genau. Das muss ja nichts Schlechtes sein. Genau. Und es war ihm tatsächlich zu anstrengend. Und fand die aber cool, die Sachen. Richtig coole Star Wars-Zeichnungen. Und wir haben beide gesagt, Timo und ich, wenn es in dem Stil einen Star Wars-Comic geben würde, wir würden den sofort kaufen. Aha. Und dann habe ich dann eben versucht, weil er hat dann irgendwann das Handtuch geschmissen, habe ich dann versucht, das auch in seinem Stil zu zeichnen. Also eben Kinder in diesem fancy Feuilleton-Style, nenne ich es jetzt mal, zu zeichnen. Dieses extrem gurkige, dieses Ungelenke. Ich finde das sehr charmant. Ja. Und dann habe ich es auch versucht und habe dann mich an seinen Schreibtisch gesetzt und habe mit links gezeichnet. Ich bin nämlich normalerweise rechts. Sehr interessanter Ansatz. Und was soll ich sagen? Es war extrem anstrengend. Das ging aufs Handgelenk. Meine Güte, weil die war total verkrampft, die Hand. Während ich mit rechts völlig locker alles hinwegzeichnen kann, ging das mit links überhaupt nicht. Und jetzt guck dir die Zeichnung an, die sind völlig vergurkt. Also den Han Solo, glaube ich. Stilistisch hat ihn. Hast du ihn erkannt? Ja, ja, ich glaube, das ist das Ausschlussprinzip, würde ich sagen. Oh, stimmt. Soll das Han Solo sein? Weil da kam in deiner Geschichte gar nicht vor, ne? Nee, genau. Also Henry hat natürlich, Sony hat natürlich eigentlich, wie heißt das noch, was du geguckt hast, diese Serie? Clone Wars, genau. Ja. Das ist so die Next Generation. Die Trickserie. Genau, eine Trickserie. Nicht die 3D-Serie, muss man auch wieder unterscheiden, ne? Genau. Okay. Und ihr macht das alles im Selbstverlag bei euch oder seid ihr da irgendwie im Zusammenhang mit dem Verlag? Wie sieht das aus? Wir haben 2014 haben wir mal einen Verlag gegründet, so einen Eigenverlag, und haben gemerkt, das ist doch ziemlich viel Arbeit auch, diese ganzen Bücher und Werbung und diese alles, was da sich bewegt, und sind dann gar nicht mehr zum Zeichnen gekommen und haben dann gesagt, ja, Verlag ist es irgendwie auch nicht. Mhm.
Also bleiben wir halt weiterhin Zeichner im Independent-Bereich und ja, müssen halt damit klarkommen. Und mir gefällt es auch sehr gut, also wenn man die mal so in die Hand nimmt, das sind schöne leichte Hefte. Was ist das hier? Hälfte von A4, also A5, 3, ja, 5. A5 Softcover. Und gefällt mir sehr gut. Ist, was kostet den Käufer einen so eine Ausgabe? Also das erste Heft, was wir hatten, das ist 2014 rausgekommen, das hat 9,90 € gekostet. Mhm. Und da hat dann immer jeder, der uns da bezahlt hat, gesagt, stimmt so. Weil er 10 € gegeben hat. Okay. Haben wir dann das zweite Heft stimmt so genannt und das kostet natürlich, na, warte mal. 10 €? Ja! Ja, und ist auch tolle Arbeit. Das, wie gesagt, ist voll koloriert, ist, hat einen guten Druck, das ist ein bisschen leicht glänzendes Papier. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Habt ihr da auch irgendwie Erfahrung sammeln müssen? Ich finde, so Druck ist ja irgendwie so eine Sache, da hat ja jeder so seine Vorstellung, wie er es gern hätte. Der so ein bisschen rumprobiert, ich kenne mich da gar nicht so aus. Im Self-Publishing ist es, glaube ich, ein großes Thema, was zu finden, was dann auch annähernd den eigenen Vorstellungen entspricht. So schwierig ist das eigentlich. Nee. Mittlerweile nicht mehr. Es gibt einfach diese, an allen Ecken und Enden findest du Online-Druckereien, die mittlerweile hervorragende Qualität anbieten und auch zu guten Preisen. Also ich weiß nicht, bei der Druckerei, wo wir waren, die haben also tatsächlich sich auch ein Bein ausgerissen, weil die Konkurrenz, sage ich mal, unter den Druckereien ist mittlerweile auch schon so riesig, glaube ich, ja, dass du nur noch mit Servicepunkten kannst, ne? Weil Druckereimaschinen kann sich ja offenbar auch mittlerweile jeder leisten, keine Ahnung, weiß ich nicht, also diese Online-Druckereien wie in Massen. Okay. In Massen. Geht. Also ist ohne, du musst halt dieses Upload und deine Datenformate halt können und kennen. Und das ist aber eigentlich alles. Wobei meine Erfahrung hier auf dem Comic-Salon ist auch, dass die selbstgetackerten Hefte eigentlich fast noch beliebter sind als die hochwertigen Bindungen Drucks. Auch und so. Ja, ja, genau. Das ist tatsächlich so. Also die nehmen eher die Tackerheftchen. Ja. Aha. Weil sie auch damit, sie denken, die kriegen damit eine Perle irgendwie, die es sonst nirgends gibt. Ist ja auch so. Ist auch so. Die sind extrem limitiert. Mhm. 10 Stück, mehr geht nicht. Danach wird tot getackert. Ja, ja, das ist anstrengend, glaube ich. Und da steckt auch richtig Schweiß und eigenes kreatives Können drin. Genau, du musst den Tacker richtig ansetzen. Ja, 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 muss man schon mal. Vertackern ist blöd. Ja. Ja, viel Schweiß steckt in meinem Hemd auch gerade drin. Wie sieht es denn eigentlich aus? Also unter Illustrie, da liegt jetzt der Fokus vermutlich auf eben euren Geschichten hier als Comic-Familie oder gibt es auch noch weitere Serien oder Sachen, die vielleicht in Planung sind? Ja, ich bin hier jetzt auf dem Comic-Salon rumgelaufen und habe mir tatsächlich auch schon einen Co-Autoren angeln können. Ich hoffe, das wird was. Ich darf jetzt darüber noch nicht reden, ne? Das ist auch nicht so weit. Aber hier rennt ja wirklich alles rum, was Rang und Namen hat. Viele Talente sind hier unterwegs auch, ja. Es gibt eben auch, was eben, wenn du als Zeichner unterwegs bist, hast du eher das Problem, einen vernünftigen Autoren zu finden. Mhm. Einen, der wirklich Geschichten schreiben kann, der zu dir passt, also auch seelisch, sage ich jetzt mal, hier so ein Seelenpartner brauchst du dafür. Und da jemanden zu finden, mit dem du denselben Nenner hast, also, ne, das ist wie eine Ehe, das muss passen. Parallelen, ja. Ja, genau. Es hat nicht wenig Parallelen. Und das ist hier die perfekte Messe, um hier die richtigen Leute anzusprechen. Und die sind alle aufgeschlossen, haben alle irgendwie Lust, Bock, hier die Stimmung ist super. Ich weiß nicht, wie das denn, ob dann so eine Katerstimmung einsetzt, wieder zu Hause. Quasi wie eine große Familie auch. Arbeitsweisen sind eigentlich ein guter Punkt, den ihr gerade angesprochen habt. Wie sieht das aus? Gibt es jetzt jemanden, der bei euch ausschließlich für die Texte zuständig ist? Ist das immer ein Gemeinschaftsprodukt? Wie entsteht denn eigentlich so eine Kurzgeschichte oder eben so eine Story? Also es gibt da mehrere Wege. Also eigentlich schreiben wir immer Texte auf in ein kleines Heftchen oder Stichwörter. Das macht dann Stefanie in ihr Skizzenbuch sozusagen. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, diese 24-Stunden-Comics, die an einem Wochenende entstehen, wo man sich auch vorher hinsetzen muss und irgendwelche Geschichten, die zu einem bestimmten Thema, zum Beispiel wir haben auch in diesem einen Stimmzu-Buch haben wir das Thema Helden der Kindheit mitverarbeitet. Und dann gucken wir einfach, was in unserer Kindheit so passiert ist und nehmen das dann als Thema. Okay, also habt ihr so eine Art Ideensammlung irgendwie, die dann in Gemeinschaftsarbeit zu einem... Wir sammeln. Und das ist dann dieses, vor allen Dingen der Sony liefert sehr viele Steilvorlagen für
tolle kleine Episoden, die eben dann immer so, ich sag mal, in unseren Heften, die haben eine Länge von manchmal nur einer Seite, manchmal sind es 10 Seiten und werden dann halt so wegerzählt. Und das sind eben, ich sag mal, Erlebnisse aus der Familie oder im beruflichen Alltag, je nachdem. Und die werden dann umgeschrieben in eine comic-taugliche Erzählung und zeichnen tun wir irgendwie alle da drin. Ne? Ja. So. Ja. Und meistens schreibe ich die Dialoge, aber ich habe immer eine Vorlage, ne? Wo ich, also eigentlich in der Regel, wo ich dann wie mich bedienen kann aus einem gigantischen Pool. Ja, aber comic-tauglich ist ein gutes Stichwort, weil ich mir vorstellen kann, dass man jetzt auch nicht jede Alltagssituation, die sich unter Umständen anbietet, dann doch in die Öffentlichkeit tragen will. Mal andersrum gefragt, wurdet ihr schon mal angesprochen und auf irgendwelche, hier die und die Geschichte, wo ihr denn wiedererkannt wurdet, oder ich kenne ja die Details jetzt noch nicht, aber wo ihr denkt, das ist genau wie im Comic. Gab es solche Situationen auch schon? Ja, gerade gestern, ne? Wo dann einer kam und sagte, also gerade mit dieser Erkältungsgeschichte, wenn sich der kleine Sohn erkältet und von der Schule nach Hause kommt und alle freiberuflichen Illustratoren, die eigentlich arbeiten müssen, ansteckt und dann plötzlich liegen alle flach und hat auch eine gesagt, genau so ist es eigentlich auch. Ja, also muss man dazu großartig sagen, ich hatte das als, wir haben uns dann als Dominosteine gezeichnet, die also einer nach dem anderen, der anderen kippt den anderen um und so. Ja. Ja. Ja, Situation, die viele junge Familien kennen werden, ist mir auch nicht ganz unbekannt, was ihr da erzählt. mega. Jo, dann vielleicht noch mal hier kurz zum Salon selbst, bei dem ihr ja nun auch unterwegs wart. Wir haben uns gestern ja schon mal im Biergarten getroffen. Ne? Ja. Wie ist denn so euer Eindruck hier? Das hier trifft sich ja, sagt, heißt immer, hier trifft sich die Szene. Ja. Wie harmonisch und vor allem vielleicht auch familienfreundlich ist denn dieser Salon? Familienfreundlich? Was sag mal? Wurdest du schon gut behandelt? Ja. Hey. Ja, ja schon. Ja, schon. Ne? Also gerade diese Kartenaktion, glaube ich, ist ziemlich toll für Kinder, dass man nach diesen Karten suchen kann. 106 kann man sammeln. Genau, so Sammelkarten. Dann gibt es eine Sticker-Aktion. Also für die Kinder ist, glaube ich, es gibt ein ganzes Kinderzelt. Und also was Familien betrifft, ist, glaube ich, genug und richtig tolle Sachen auch. Die Eltern werden dann mitgezerrt zu uns an den Stand, ja, die dann auch manchmal Spontankäufe machen und sie sagen, oh, stimmt so, ja, das nehme ich doch gleich mal mit. Das passt. Ja, das passt schon. Das wäre ein guter Titel, ne? Ja. Nächstes Heft passt schon. Ja, gut. Über eine kleine Erwähnung würde ich mich freuen. Ne? Ja, ja. Und dieses Jahr ist es auch ein bisschen offener und präsenter in der Stadt. Also es ist in Zelten und nicht mehr in der Halle. Ja. Und also das, denke ich mal, entzerrt viel. Genau, da sind wir sehr zufrieden, weil wir als Einzelkünstler sind ja glücklich in der Comic Solidarity zu Hause, haben wir ein Zuhause gefunden. Mhm. Nicht mehr dieses Einzelplayer-Ding, wo man, sondern man kann zusammen Sachen stemmen. Vorteil, ja. Riesig, also großartig. Dank nochmal an EFJ und die ganzen Organisationen drumherum. Die müssen im Vorfeld gigantisch gewesen sein für das, was die hier jetzt auf die Beine gestellt haben. Ne? Mhm. Das ist so schön und es macht so Spaß mit den ganzen Künstlern, die in der Solidarity drin sein, nebeneinander zu sitzen und miteinander zu signieren. Das ist, man ist nicht mehr alleine, man ist wirklich eine große Familie da. Und also ich persönlich brauche gar nicht sonst so noch irgendwo eigentlich hin, weil ich mich hier schon so gut unterhalten fühle. Ohne Frage. Was hier an Inhalten und Programm geliefert wird, ich weiß gar nicht, was die anderen Hallen eigentlich noch so machen. Hattet ihr auch mal die Gelegenheit, es gibt, glaube ich, auch ein Kinderprogramm, Kindercomics, ist ja ein fester Bestandteil des Programms hier eben auch vom Salon. Hattet ihr schon die Gelegenheit oder Interesse, da euch das mal anzuschauen, oder gab es dazu noch keine Gelegenheit? Wir hatten die Ausstellung teilweise schon in Hamburg. Ich glaube, das ist Reprodukt, ne? Federführend mit Antonia. Ne? Mm, Antonia war schon mal da. Genau. Und dadurch, dass wir die Kollegen ja alle kennen, Patrick Wirbeleit und so weiter, wir treffen uns halt auch privat mit denen und dementsprechend müssen wir da nicht unbedingt hin. Alles klar. Okay. Weil man kann auch zu denen nach Hause fahren und dann geht's genauso gut. Ne? Also deshalb, im Kinderzelt warst du noch gar nicht, oder? Nee. Noch gar nicht. Vielleicht ergibt es die Gelegenheit nochmal. Jetzt geht ja gerade die riesengroße Anmoderation los. Ich glaube, das ist so ein dezenter Hinweis darauf, dass es hier ein bisschen laut wird. Ich danke euch vielmals, dass ihr heute da gewesen seid. Ich glaube, wenn eure Figuren nur annähernd so sympathisch sind wie ihr, dann sollte man da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Vielen Dank für eure Zeit und vor allem noch ganz, ganz viel Erfolg.
Wir haben zu danken. Obwohl, ja? Nee, wir müssen ja noch sagen, dass die Leute uns auf illustri.com folgen können. Wir sind dort, wir versuchen wöchentlich zu posten mittlerweile. Wir haben entsprechend eine Patreon-Seite, eine Steady-Seite. Man findet uns bei Instagram, man findet uns bei Twitter, auf Facebook, immer mit /illustri. Und wir würden uns freuen, viele neue Leser zu finden. Und dich auch. Beim Telestammtisch ist üblich, dass in den Shownotes auf jeden Fall alle Links auch auftauchen. Ach, cool. Und alle heißt wirklich alle. Also heißen dann auch die ganzen Sachen alle drin. Keine Sorge. Ihr da draußen habt die Gelegenheit, da mal genauer einen Blick drauf zu werfen. Sehr gut. Nochmal vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Ja, tschüss. Super. Dankeschön. Tschüss. Der nächste Interviewgast hat sich ja neben mich gesetzt und im Hintergrund läuft gerade eine Veranstaltung von der Comic Solidarity, voll moderiert vom Lukas, der mittendrin ist und statt nur dabei und gerade gibt es hier auch ein bisschen was zu erzählen. Aber um ein Interview mit dem Kollegen hier neben mir, das wollten wir trotzdem nicht missen lassen. Und deswegen sitze ich hier nicht alleine. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Michael Wild. Eigentlich war die Frage, wer bist du, auch totaler Quatsch, weil wir haben uns ja auch schon mal kennengelernt. Unter anderem, zweimal haben wir uns schon getroffen. Einmal in Erfurt. Auf dem Comic Park. Genau, der wohl auch in diesem Jahr wieder stattfinden wird. Und ich da auch wieder dabei bin. Ach, na, ich vermute mal, da könnte man sich begegnen nochmal. Und dann haben wir uns auch nochmal getroffen auf der Luxor Fantastic. Da warst du auch mit den Jungs von Krakel Comic unterwegs. Ja, genau, da war ich mit den Jungs von Krakel Comic unterwegs. Genau. Und jetzt hier der Comic Salon. Für dich so als... als Aussteller oder als Künstler, was ist denn für dich so der größte Unterschied zu den anderen Veranstaltungen? Zu den anderen Veranstaltern, da habe ich immer das Gefühl, die sind irgendwie immer so in einer Halle eingepfercht, eventuell vielleicht noch ein bisschen Park daneben und hier ist jetzt eigentlich die ganze Stadt im Comic-Wahn ausgebrochen, kann man sagen. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich meine, die ganzen Hallen, die sind jetzt auch noch über die Stadt verteilt mit diversen Künstlern dieses Jahr. Gut, es liegt auch daran, dass das Gebäude, in dem sie ja sonst immer sind, ja renoviert wird. Mhm. Aber ja, das ist auf jeden Fall ganz nett. Vor allen Dingen ist auch der Fokus mehr auf europäischen und amerikanischen Comics und bei den ganzen anderen Messen ist ja noch ein ganzer Manga-Andrang. Ein großer Teil der von den jungen Künstlern, die dann auch Manga, also Mangaka da unterwegs sind. Ja, mein nichts gegen die Mangaka, aber ich habe in den letzten Jahren immer das Gefühl gehabt, die verdrängen so ein bisschen die heimischen Comics. Und in Erlangen ist es, ja, da sind die heimischen Comics quasi überpräsent. Würdest du den Mangas die Chance geben, zu heimischen Comics zu werden? Ja, auf jeden Fall. Okay. Ich meine, für mich als quasi ehemaliger auch Mangaka und jetzt eher nur noch Comiczeichner, sollte man sich trotzdem noch ein bisschen solidarisch mit den anderen zeigen. Wir haben uns gerade auch vor der Halle quasi kurz gesehen, denn da gab es ein Gruppenfoto zu machen, das ich geschossen habe, mit vielen Vertretern und Künstlern, die bei Heldrawin 3 beteiligt waren. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, was für einen Anteil du da hattest in der aktuellen Ausgabe. Ich habe genau eine Seite dazu beigetragen, im neuen Comic-Heft. Da hat mich der Timo. Genau, der Veranstalter, oder sagt man Veranstalter? Organisator. Der Organisator, genau, das klingt besser. Timo angeschrieben, hey, hast du nicht Lust, eine Seite beizutragen? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Lust, eine Seite beizutragen. Und dann habe ich eine Seite beigetragen. Und das ist die Geschichte, die ich eine Seite beigetragen habe im neuen Heldrawin Nummer 3. Okay. Das ist ja so eine, wir wollen jetzt nicht groß auf Details eingehen, weil wir das nochmal rezensieren werden, aber das ist ja vor allem über diese Facebook-Gruppe organisiert. Ist es da schwierig eigentlich gewesen, reinzukommen, also Teil dieser Anthologie zu werden? Da ich eingeladen worden bin, kann ich nicht sagen, wie es bei den anderen abgelaufen ist. Ich denke einfach mal, die wurden auch eingeladen und Zack, war es passiert. Ja, wir hatten auch schon andere Vertreter, zum Beispiel den Sascha Dörp, den hatten wir auch schon im Interview gehabt jetzt hier, der ja auch dabei ist und so. Mega. Und bei dir ist ja die Situation, dass ich tatsächlich sogar schon mal einen Comic von dir gelesen habe, nämlich den ich einfach mitgenommen habe und den du auch heute einen dabei hast. Ich würde mich da einfach mal ganz grob knallhart bedienen. Ich habe nämlich was gelesen von einem deiner Hauptfiguren. Mhm. Wie heißt denn deine Hauptfigur? Meine Hauptfigur heißt Apfel. Mhm. Der Apfel. Der ein Apfel ist. Der Apfel, der ein Apfel. Erzähl uns mal ein bisschen, was ist das für eine Figur und was für Geschichten erzählst du damit?
vielleicht erstmal ein bisschen Hintergrund. Ja. Ich habe ja schon mit sehr frühen Jahren angefangen zu zeichnen. Aha. Ich glaube, da war ich 4 oder 5. Und Apfel war tatsächlich die erste Comicfigur, die ich selber gezeichnet habe. Ja. War auch schon damals in dieser Apfelform mit Strichmännchen, Armen und Beinen. Und da habe ich dann eben auch schon, bevor ich lesen und schreiben konnte, Geschichten dazu gezeichnet. Aha. Und vor ein paar Jahren bin ich irgendwie drauf gekommen, ja, das ist doch eigentlich eine ganz lustige Figur, mach doch mal wieder was mit der. Und jetzt habe ich eben wieder angefangen, Geschichten zu zeichnen. Mhm. Und die Motivation von Apfel ist, er möchte sein eigener Comicheld werden. Ah, okay. Meta. Hat allerdings das Problem, dass ihm reale Probleme doch im Weg stehen. Und zwar, ja, muss er natürlich auch Geld verdienen und wird quasi in einen Job gezwungen oder hereingelegt und muss jetzt leider normale Arbeiten erledigen, anstatt seiner Berufung nachzugehen. Hat es etwa autobiografische Züge? Ein klein bisschen. Ein klein bisschen. Da kann ich natürlich noch dazu sagen, das erste Kapitel beginnt ja, wie Apfel von seinem Baum auszieht, und im selben quasi Lebensabschnitt bin ich auch von zu Hause ausgezogen. Also hat es auch ein klein bisschen Parallelen zu meinem eigenen Leben. Aha. Und da erscheinen jetzt laufend neue Geschichten, und wenn ja, wo oder wie? Oder ist da jetzt erstmal so eine abgeschlossene Storys vorhanden? Wie sieht das aus? Also mein Hauptfokus bei Apfel liegt im Webcomic. Mhm. Da versuche ich quasi immer eine 3-Panel-Geschichte pro Woche zu veröffentlichen, was dann allerdings zusammen dann eine komplette Geschichte ergibt. Also sein Auszug waren zum Beispiel 4 Seiten, also ich sag die 3-Panel-Dinger immer, bezeichne die immer als Seiten, auch wenn es eigentlich keine ganze Seite ist. Das waren zum Beispiel jetzt quasi 4 Seiten, und aktuelle Geschichte, die geht jetzt auch schon wieder über 20 Wochen. Mhm. Und ich merke immer, wie anstrengend es ist, eigentlich so eine lange Geschichte auf so eine lange Zeit zu machen. Und eigentlich sollte ich mich auf kürzere Sachen konzentrieren, aber ich will doch eigentlich so eine lange Geschichte erzählen und so viele Sachen mit einbringen. Und ja, es ist eigentlich immer so ein bisschen eine kleine Herausforderung auch. Aber es macht Spaß, und ich möchte die Geschichten natürlich auch erzählen. Gerade den Spaß, der kommt in den Geschichten auch einfach mega durch, das kann ich bestätigen. Und was ich von dir kenne. Und jetzt ist ja auch, habe ich gerade noch ein anderes Heft von dir in der Hand, wo du vorab online ein bisschen, glaube ich, nach der Farbe gefragt hattest, in der sie erscheinen soll. Was halte ich hier denn in der Hand, und wie kam es zu der Geschichte mit der Farbe? Also ich erkläre erstmal, was ich gerade in der Hand halte. Das ist mein neues Comic-Heft Guten Morgen, Piephahn. Hashtag Morgenlatte. Es ist ein Morgenlattenwitz, es ist eigentlich ein ganzes Heft voller Peniswitze, kann man sagen. Optimal. Und das war eigentlich ein Schnellschuss, weil ich eigentlich dieses Jahr gar nicht auf den Comic-Salon Erlangen kommen wollte, weil ich zu spät war, mich für einen Platz anzumelden. Aber dann hat mich vor einem knappen Monat ein Bekannter angefragt, ob ich nicht auch mit an seinen Stand will, weil einer abgesprungen ist. Und ich dachte, ja, warum nicht? Ja, und weil ich mir aber auch vorgenommen habe, auf jeder Messe irgendwas Neues rauszubringen, habe ich dann in 2 Wochen dieses Comic-Heft fertig gezeichnet. Echt 2 Wochen? Da muss ich mal schauen. Ist deshalb auch ein bisschen krakeliger gezeichnet als meine anderen Sachen. Ich habe keine Vorzeichnung gemacht, ich habe einfach drauf losgezeichnet. Mhm. Und die eigentliche Idee zu dem Comic, die kam aber schon im letzten Jahr, als ich mit ein paar Zeichnerkollegen darüber geredet habe, dass schon in Ei-Manga ja immer noch so erfolgreich sind in Deutschland. Für die Leute, die den Begriff schon in Ei nicht kennen, das sind Geschichten über romantische Geschichten über schwule Jungs. Okay. Und die gehen in Deutschland ziemlich derbe ab, was Verkaufszahlen angeht. Und wir dachten, ja, da könnten wir doch zumindest mal eine Parodie drüber machen. Ja. Und sind dann damals auf den Namen Schwimmschwulis gekommen. Okay. Ja, und aufgrund von dem Namen, der einfach irgendwie, keine Ahnung, einen dummen Klang hat, wollten wir dann halt eine Geschichte drumherum bauen. Mhm. Und ich hatte aber irgendwie vor, weil es eine Parodie ist, keine Penisse in dem Comic zu zeichnen, und bin dann eben auf die Idee gekommen, den Penis als Vogel darzustellen. Ja.
Und ja, in den letzten paar Wochen, wo ich mir überlegt habe, was ich denn jetzt für den Comic-Salon Erlangen machen wollte, bin ich jetzt eben wieder auf die Idee mit dem Vogel gekommen und habe den Fokus dann eben komplett auf den Vogel gelegt. Und die ersten Seiten habe ich im Schwarz-Weiß gemacht und war mir aber nicht sicher, weil irgendwie hatte ich im Kopf, dass der Vogel vielleicht gelb sein könnte und irgendjemand meinte, ja, vom Kontext her wäre rosa allerdings am besten und jetzt ist der Vogel am Ende rosa geworden. Okay. Ja, mega, passt vielleicht so ein bisschen Richtung, also Tendenz Richtung Hautfarben dadurch natürlich auch, ne? Ich weiß ja nicht, was noch zur Debatte stand. Und das ist quasi die Geschichte eines, aus der Sicht eines Piephans erzählt oder eben eigentlich des Besitzers? Beides. Das ist eigentlich so die Interaktion zwischen dem Piephan und dem Besitzer. Ich meine, die Geschichte fängt damit an, dass quasi der Piephan durch den ersten Samenerguss zum Leben erweckt und dann einfach die Klappe nicht mehr hält. Ja, da kann man natürlich auch Parallelen zu dem Film Harte Jungs sehen, der Anfang der 2000er rausgekommen ist mit Axel Stein, wo es auch darum geht, dass dem Protagonisten plötzlich der Penis angefangen hat zu reden. Mhm. Ich habe das halt noch ein bisschen noch mehr überspitzt, dass der Penis dann ein Vogel ist und aber auch selber noch in der Gegend herumlaufen kann und okay. Sein Besitzer so auf die Nerven geht. Und ich vermute mal, es ist ein Funny, da steckt Humor völlig im Vordergrund, da geht es um eine sexuelle aufklärende Botschaft. Also der Hauptaugenmerk ist natürlich der Humor. Das ist eine richtige Antwort. Ja. Geil. Und Nummer drei der Beispiele, die du heute mitgebracht hast, ist auch was, das ist mir auch schon mal aufgefallen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hatte ich noch gar nicht die Gelegenheit reinzuschauen. Und ich sehe auch hier nackte Menschen. Was ist das denn? Das ist mein Comic Trigger Warning, ehemals auch bekannt als Mimimi, in der es um die Comiczeichnerin Anita und ihr abstruses Leben geht. Aha. Ursprünglich war der Comic geplant als eine Parodie auf diese ganzen autobiografischen Webcomics, die es Anfang der 2010er wie Pilze aus dem Boden geschossen sind. Ja, ja. Prominentestes Beispiel ist wahrscheinlich Das Leben ist kein Ponyhof von Sarah Burini. Gestern mit dem Preis auch ausgezeichnet worden, mit dem Max-und-Moritz-Preis. Ah, ist sie? Ja. Gratulation, falls du das hörst, Sarah. Ja. Auch wenn ich Parodien mache, die vielleicht auch ein bisschen Anspielungen auf deine Comics machen, mag ich deine Comics. Okay. Ja, ja, ist sie auch. Also ich meine, also wirklich eine der Shooting-Stars der deutschen Szene. Mega. Und wie ist denn so die erste Resonanz? Du hast gemeint, du sitzt mit deinem Kumpel mit am Stand. Wo seid ihr untergebracht? Wir sind jetzt in Halle B, Stand 71 war's. Mhm. Da ist auch das Merchandise jetzt zu finden. Ich war generell auf der Suche nach Merchandise, weil ich zuletzt erst in Halle B gegangen bin. Da habe ich es gefunden. Wie bist du zufrieden mit der Hallenlösung und mit eurer Unterbringung? Also die Halle finde ich Bombe. Mhm. Gut, Halle B ist jetzt quasi eigentlich auch die größere Ausstellerhalle, wo ich mich jetzt quasi rein parasitiert habe. Weil normalerweise wäre ich wahrscheinlich genauso bei den kleinen Ausstellern in Halle C. Was nicht unbedingt schlechter sein muss. Mhm. Außer, dass Halle B besser klimatisiert ist. Ach ja, klar. Und heute ist ja der Samstag, das heißt also, heute ist traditionell der Tag, wo die meisten das größte Publikum in der Summe da ist, zumindest erfahrungsgemäß. Ist das auch dein Eindruck, dass heute richtig viel los ist und so generell, wie ist das Feedback vom Publikum, hast du dich da schon mit dem einen oder anderen unterhalten können? Bis jetzt leider noch nicht. Ich bin auch relativ spät heute gekommen und ich bin auch nur heute da. Mhm. Darum kann ich da leider kein genaues Urteil geben, wie es jetzt auch an den anderen Tagen gelaufen ist oder wäre. Mega. Was können wir jetzt vielleicht demnächst noch von dir erwarten? Kannst du schon was anteasen? Wie geht's weiter mit Piephan 2 oder wie sieht's aus? Was ist das nächste Abenteuer vom Apfel, das wir sehen können? Oh Gott, Zukunft. Was du anteasern kannst, ich will dich nicht unter Druck setzen. Ah, ich habe einfach so viele Projekte. Anteasern kann ich auf jeden Fall den 48-Stunden-Apfel, den ich für den Comic-Con Stuttgart, ja. Comic-Con Germany in Stuttgart rausbringen will, wo es darum geht, dass ich bei den letztjährigen, oh Gott, wir singen die hinter uns auch noch. Sie machen.
für die MyComics 12-Stunden-Tage-Wettbewerbe. Da hatte ich auch damals schon Apfelcomics gezeichnet. Das waren 2 Stück. Und 2 weitere habe ich dann noch auch in 12 Stunden für mich selber gezeichnet. Und die möchte ich dann quasi auch noch in ein Buch packen und alles rausbringen. Klar. Super, da bin ich sehr gespannt. Wünsche noch ganz, ganz viel Erfolg. Viel Spaß auch hier auch heute auf dem Salon. Mhm. Und auch vor allem viele, viele Kunden, die das ein oder andere Heft bei dir mitnehmen. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das Interview. Ciao. Hat mich gefreut. Ciao. Halle A. Und die Stimmung ist so gut, wie sie schon lange nicht mehr war. Schreibt sich, mega lustig. Ich sitze eben jetzt in Halle A. Hab hier das Glück, heute bei 2 jungen Damen zu sein, die sich mit mir auch über ihr neues aktuelles Projekt unterhalten möchten, die einen sehr guten Blick für Standdesign haben und so ein bisschen rausstechen mit ihrer Individualität. Hallo, ich bin der Andi. Wer seid eigentlich ihr? Hallo, ich bin Eggy. Zusammen mit Jackie, die hier neben mir sitzt. Hi. Machen wir das Webcomic Maggie McPherson and the Giant Anteater. Ihr findet uns im Internet unter www.anteater-comic.net und dort eingestellt seht ihr derzeit die ersten 14 Seiten von unserer Fantasto Romantic Comedy, deren Hauptprotagonisten Maggie McPherson, eine Comic-Künstlerin, Grafikkünstlerin und ihr Freund Arnold sind. Und Arnold ist, wie der Titel verrät, ein großer Ameisenbär. Bevor wir gleich auf euer Projekt nochmal im Detail zu sprechen kommen, vielleicht mal kurz zu euch. Jetzt macht ihr auch Comics, habe ich gehört. Wie kam es denn eigentlich dazu? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Bei mir war das so, ich habe durch mein Studium eigentlich zum Comic gefunden und wollte eigentlich immer Animation machen. Habe dann aber doch irgendwie Comic interessanter gefunden und habe mich da auch mehr wohlgefühlt in dem Medium. Und deswegen bin ich da dann auch dabei geblieben. Und seitdem mache ich Comics, jetzt schon mittlerweile seit 6 oder 7 Jahren. Also schon ziemlich lange. Und wie ist es bei dir? Wie bist du da reingerutscht? Ja, wie ihr vielleicht schon geahnt habt, Jackie ist die Künstlerin unter uns, die Bildkünstlerin. Ich bin die Textkünstlerin. Von Haus aus bin ich Kunsthistorikerin und Germanistin und ich befasse mich jetzt seit gut 20 Jahren mit Text-Bild-Relationen in unterschiedlichen Medien und habe mich jetzt nun für meine Habilitation entschieden, mich den Comics in Ausstellungen und Museen zu widmen. Das heißt, dieses Thema interessiert mich als Wissenschaftlerin, aber ich bin auch mit Comics aufgewachsen. Und seit 2015 schreibe ich jetzt auch Szenarien für Graphic Novels und die erste setze ich jetzt mit Jackie gemeinsam um und ja, derzeit eben noch als Webcomic, aber wir möchten, weil wir beide haptische Typen sind, natürlich auch publizieren und sind derzeit auch auf Verlagssuche und testen da verschiedene Sachen aus. Und ja, mir macht es großen Spaß, mir Texte auszudenken und verrückte Geschichten. Aber mit der zeichnerischen Umsetzung würde es bei mir extrem hapern. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich mit der Jackie eine Bildkünstlerin gefunden habe, mit der ich mein erstes Skript umsetzen kann. Ihr pitcht euer Projekt also gerade noch. Es gibt eben, ich glaube, 16 Seiten, hattest du gerade angesprochen, die man auch online finden kann. Mit denen seid ihr bei den Verlagen gerade aktuell unterwegs und stellt euch vor. Auch direkt hier beim Salon vor Ort, habt ihr Termine oder macht ihr das fernab der Veranstaltung? Also es gibt hier, das ist so üblich, es gibt hier immer Stunden, wo man hingehen kann zu den einzelnen Verlagen und halt dann seine Projekte präsentieren kann und das nutzen wir halt. Sehr gut. Wie kam es eigentlich dazu, dass ihr euch überhaupt kennengelernt habt? Woher kennt ihr euch? Ja, also das war so, ich habe mich für ein Artist in Residence beworben und der Herr Gottfried Gusenbauer, der ist in Krems der Direktor fürs Karikaturmuseum. Und der hat auch meine Bewerbung gesehen und zur selben Zeit hat Eggy ihm quasi ihr Skript gezeigt vom Anteater Comic. Und der hat dann irgendwie gemeint, hey, sie sucht ja noch Künstlerin und der hat gemeint, das würde gut passen. Und deswegen ist dann die Eggy auf mich zugekommen und hat dann eben gemeint, hey, wie wär's, magst du das vielleicht visualisieren, lies es dir mal durch, das Skript vielleicht, und wenn es dir gefällt, dann können wir da ja zusammenarbeiten. Und ich muss sagen, es hat mir gleich sehr gut gefallen, weil es hat so einen ganz subtilen Witz immer dabei, also man muss immer mit dem Augenzwinkern lesen und das ist halt irgendwie auch so mein Ding, also auch bei meinen Comics, die ich selber mache, ist es auch immer so ein bisschen zum Augenzwinkern zu sehen
Und ja, dann kam es zur Zusammenarbeit und seitdem sind wir eigentlich total ausgelastet. Also schon alleine mit Ausstellungen ist irrsinnig viel zu tun, eben auch mit dem Comic selber. Und ja, es läuft, würde ich sagen. So eine Story besteht ja eben entgegen der landläufigen Meinung nicht ausschließlich aus dem Text, in dem sie erzählt wird, sondern ein ganz großer Teil, gerade bei Comics, ist eben natürlich auch die sequentielle Kunst, also quasi die Bilder dazu. Wie gleichberechtigt seid ihr denn bei der Story-Erstellung? Also das Skript steht schon ziemlich lange. Ich habe das Ende 2015 fertiggeschrieben gehabt. Das sind insgesamt 93 Seiten. Wir rechnen bei der Umsetzung so damit, dass das 300 bis 350 Seiten geben wird. Bei mir verhält es sich so, also bei einigen von den Layouts hatte ich schon sehr konkrete Vorstellungen für die Seiten. Und darüber habe ich dann auch ganz konkret mit der Jackie gesprochen. Und da haben wir dann gemeinsam überlegt, ob man das genauso umsetzen kann. Aber bei manchen Sachen bin ich einfach auch total gespannt drauf, wie sie das umsetzen wird und lasse ihr da total freie Hand. Also was jetzt zum Beispiel die Gestaltung der Charaktere anbelangt, manchmal gibt es da eben Referenzbilder, weil die auf Personen basieren, die eben existieren. Es gibt zum Beispiel einen japanischen Künstler, der basiert von der Optik so ein bisschen auf Towa Tei, und es war mir dann eben ganz wichtig, der Jackie dann auch Bilder zur Verfügung zu stellen, damit sie das einfließen lassen kann in ihre Kunst. Und bei anderen Figuren war mir das nicht so wirklich wichtig, und deswegen würde ich sagen, in den Bereichen hat Jackie dann die komplett freie Hand. Es gibt Bereiche, die mir sehr wichtig sind, weil es da auch um, wie soll ich sagen, um eine gewisse Akkuratesse und historische Authentizität geht. Der Comic spielt zum Teil in den frühen 1990er Jahren in San Francisco, und weil er eben auch diese fantastischen Elemente hat, ist es einfach sehr wichtig, dass diese historischen ganz klar verankert sind und dass das alles stimmt. Also wenn man zum Beispiel dann über den japanischen Konsul in der Zeit es eine Sequenz gibt, dass der Name dann einfach stimmt. Oder dass wenn das die Young Museum, was dort im Golden Gate Park steht, mit Elementen vertreten ist, dass es dann den Zustand zeigt, wie das in den 90er Jahren war und eben nicht den Neubau jetzt von Herzog und Dümmeron, der eben erst später dazugekommen ist. Und da sehe ich aber auch ganz klar die Verantwortung bei mir, dann Jackie das entsprechende Bildmaterial zu liefern. Aber es gibt eben auch Sequenzen, die sind komplett losgelöst und frei, und da würde ich sagen, ist die Freiheit definitiv bei der Bildkünstlerin. Ganz kurz, in welchen Sprachen veröffentlicht ihr? In Englisch. Also Maggie McPherson, die Protagonistin, ist Amerikanerin, und wie einige Klischee-Amerikanerinnen und Amerikaner spricht sie keine weitere Sprache. Noch nicht, das wird sich ändern. Arnold, ihr Freund, der Ameisenbär, ist der Sprache nicht mächtig. Keiner Sprache, nicht der gesprochenen Sprache, aber er schreibt sehr viele Sprachen. Das basiert auf dem natürlichen Fakt, dass erwachsene Ameisenbären nicht mit Lauten kommunizieren. Aber dass sie nicht schreiben, das findet man nirgends, und unser Arnold schreibt eben. Fantastisch. Ja, vielleicht können wir uns ein bisschen noch mal, also inhaltlich noch mal beschäftigen, vielleicht auch mal zur Stilistik. Sie meinte jetzt, dass du eben wirklich also für durchaus einige Freiräume auch hast, um da die entsprechenden Vorgaben auch umzusetzen. Was ist das denn, wenn du das selber beschreiben müsstest, in was für einem Stil, rein optisch gesehen, siedelt sich die Geschichte an? Also ich würde es ein bisschen im französischen Stil ansiedeln. Also so Tim und Struppi, das trifft so, glaube ich, ganz gut. Also ich glaube, ungefähr so kann man es sich vorstellen. Es ist allerdings nicht in Farbe, es ist in Schwarz-Weiß, aber halt nicht nur Tusche Schwarz-Weiß, sondern schon mit Schattierungen. Das ist dann mit Gouache ist das, so quasi so, ja, so aquarelliert sieht es aus. Also die Schatten sind so rein aquarelliert. Jo. Du hast die Figuren alle selbst entworfen. War das sehr schwer? Das sind ja verschiedenste Figuren auch. Das sind ja eine ganze Menge Leuten zu sein. Ich scroll hier gerade so durch diese Seiten durch. Jetzt bin ich ja gerade bei einem Einhorn gelandet, nachdem ich gerade gefühlt ein Dutzend verschiedener Menschen gesehen habe. Wie viel Zeit hast du denn für das Design von den ganzen Sachen in Anspruch genommen? Also es ist schon ziemlich zeitaufwendig. Aber dadurch, dass wir uns wirklich, bis wir wirklich gesagt haben, okay, jetzt pinchen wir mal die ersten 2-3 Seiten, da haben wir uns schon sehr viel Zeit gelassen. Was gut war, denn dann hatte man einfach viel Zeit, um sich zu überlegen, okay, wie macht man so die Figuren? Und es ist auch so, dass sehr viele Figuren ja
wieder vorkommen. Also es sind jetzt nicht nur so NPCs, sage ich jetzt mal, die halt nur so einmal rumstehen und dann man nie wieder sieht, weil da muss man halt dann nicht so viel Zeit investieren, weil dann macht man halt irgendeine Figur hin. Aber bei vielen ist halt so, dass die halt wieder vorkommen, oder? Weil die wohnen halt auch in diesem Grätzl, sage ich jetzt mal, also in diesem, wie heißt das auf Deutsch? Also in Deutschland, Grätzl, gibt es das bei euch, das Wort? Stadtviertel. Ja, genau. Also die wohnen so alle im selben Stadtteil und deswegen kommen die halt auch immer wieder vor, weil die sind halt an der Bushaltestelle oder halt im Park auch. Aber so prinzipiell ist das eigentlich ziemlich flott dann auch gegangen, weil ich hatte halt so eine Vorstellung, dachte mir, okay, ich würde das jetzt mal so umsetzen und ich habe dann Eggy halt immer geschickt und so gesagt, hey, schau, so würden die halt aussehen und das hat gleich von Anhieb immer geklappt und da mussten eigentlich gar nicht so viel umbessern. Also es waren so ganz winzige Kleinigkeiten, sage ich jetzt mal, wo halt die Eggy dann gedacht, könnte man da vielleicht noch so und so, was überhaupt kein Ding war und ja, dann ging es auch schon los. Ihr hattet jetzt schon die Story kurz angerissen, auch einen Teil der Charaktere. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz sagen, was ist so die Ausgangssituation für die Handlung, worum geht's? Ja, ich hatte schon kurz gesagt, es spielt in San Francisco in den 1990er Jahren. Ausgangssituation ist, dass Maggie McPherson gerade von ihrem Freund verlassen worden ist. Und obwohl die Mieten damals noch nicht ganz so exorbitant hoch waren wie heuer, ist sie nicht in der Lage, diese Wohnung alleine zu finanzieren. Und deswegen hängt sie Zettel aus und sucht Mitbewohner. Und die Seiten, die du gesehen hast, da waren eben einige dabei, wo sich Leute vorstellen, die alle nicht in Frage kommen. Grace Jones steht vor der Tür, Mick Jagger, Punker stehen vor der Tür, eine Zeugin Jehovas. Und ja, die kommen alle aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage. Und letztendlich wird dann ein Ameisenbär ihr Mitbewohner, nämlich Arnold, weil er tatsächlich der geeignetste Kandidat ist. Maggie ist gerade von einer Ameisenplage heimgesucht und dann ist es natürlich toll, wenn man den Ameisenbären im Haus hat. Und die beiden stellen sich dann auch unterschiedlich ihren Freundeskreisen vor, die jeweils so ein bisschen Anlaufschwierigkeiten haben, weil Arnold kommt eher aus einer mythologischen Welt und er ist mit Zentauren befreundet und mit Meerleuten und mit Faunen und lebt in dieser Welt. Und Maggie lebt eben so ganz im San Francisco der Zeit und hat eben ihre schwulen Nachbarn und ihre besten Freundinnen. Und ja, die müssen sich alle erstmal so an diese neue Konstellation gewöhnen, aber ja, es passt dann eigentlich alles wunderbar und diese beiden Universen verweben sich immer mehr und dann kann man gespannt sein, wie das ausgeht. Ja. Klingt nach einer sehr interessanten Mischung auch von den Setpieces her. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viele urbane Punkte gibt, ja. Parallel aber eben auch ganz viele Fantasy-Aspekte. Du hast ja wirklich dieses Crossover dieser beiden Welten, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Genau, und gibt es da so irgendwie so Themenschwerpunkte, die ihr habt, dass, keine Ahnung, man sagen könnte, okay, Freundschaft ist ein großes Thema, Abenteuer ist eher ein großes Thema, Magie, kann man das irgendwie sagen? Ja, ich würde sagen, das ist genau korrekt, wie du das beschreibst. Ach so. Und das befruchtet sich eben wirklich gegenseitig. Also mir geht es eben gerade darum, dass diese urbanen Szenen wirklich zum Teil fotorealistisch sind und dadurch eben so eine Basis für das Vertrauen schaffen, dass die andere Welt genauso real sein kann. Und ja, also Freundschaft ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Liebe ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Diversität spielt auch eine große Rolle. Musik ist noch ein weiteres Thema. Das ist jetzt noch nicht so ganz ersichtlich in den ersten Seiten, in denen es auch von dieser magischen Welt noch nicht wirklich was zu spüren. Ja, also das kommt erst später. Es fängt erstmal so ganz brav an, würde ich sagen. Ja. Und entpuppt sich dann eben immer mehr. Ja, aber Musik wird noch ein großes Thema. Da sind wir gespannt, wie geht es generell weiter, wenn wir ein bisschen mal in die Zukunft schauen wollen. Ihr habt jetzt diese 16 Seiten, die werden gerade gepitcht, aber eigentlich gibt es diesen Webcomic, der wahrscheinlich regelmäßig aktualisiert wird, vermute ich. Wie ist das mit dem Release-Intervall, wann kommt da was und vor allem wie lang? Also es ist so, wir haben uns immer ausgemacht, dass wir einmal im Monat was Neues bringen wollen, also mindestens eine neue Seite pro Monat. Das kommt immer ganz darauf an, wie es sich halt zeitlich ausgeht. Da wir ja beide ja auch noch einen anderen Job haben, außer den Ameisenbären-Comic jetzt, ist das natürlich immer unterschiedlich. Wenn ich mehr Zeit habe, dann gibt es mehr Seiten. Wenn es weniger ist, dann halt nur eine. Also nur, weil ich meine, eine Seite ist eh auch viel Arbeit. Ja, und es ist, also wir haben es bis jetzt immer geschafft, einmal im Monat was zu bringen. Ja. Cool, das heißt, wir kommen dann auf eure Internetseite und schauen euch das da an. Oder seid ihr auch, es gibt ja auch, glaube ich, so diverse Plattformen, auf die sammeln. Beispielsweise Animax ist, glaube ich, im Manga-Bereich recht groß. Seid ihr auf sowas irgendwie auch unterwegs, irgendwie, dass ihr die Inhalte spiegelt oder eher noch nicht? Oder wollt ihr das gar nicht? Also da sind wir bis jetzt eigentlich noch nicht so unterwegs. Wir haben uns zwar in diese Webcomic
Wie heißt diese Seite? Deutsche Webcomic-Datenbank. Ja, genau. Aber ja, wie ich schon andeutete, Maggie spricht kein Deutsch. Ja, deswegen war jetzt also die Frage, wie gehen wir jetzt damit um? Und wir haben jetzt netterweise die Zusage, wenn wir das übersetzen, dass wir dann auf die Seite kommen. Und das ist so ein nächster Schritt für uns, der dann jetzt ansteht, damit wir dann auch in einer weiteren Datenbank dann so zu finden sind. Und dann schauen wir mal, ob sich das lohnt und ob wir das dann ausbauen. Aber für uns ist wirklich schon die Publikation in Buchform ein ganz, ganz großes Thema. Also der Webcomic gibt uns natürlich ziemlich viele Freiheiten für Dinge, die wir jetzt im Buch nicht machen können. Zum Beispiel, also Arnold, der Ameisenbär, schaut für sein Leben gern Fern und Filme. Und das ist dann natürlich eine nette Option, dass man die so im Hintergrund wird flackern lassen können, ja, genau, dann durch den gezeichneten Fernseher. Da muss man sich dann natürlich andere Dinge überlegen, wie man das dann in Buchform umsetzt. Da wollen wir schon auch die Stärken des Publizierens im Netz nutzen. Aber ansonsten interessiert uns schon wirklich, das als Buch zu lancieren. Ja, genau. Ah, sehr interessant, dass ihr dann zumindest für den Webcomic-Teil auch diese technischen Möglichkeiten von diesem Neuland nutzt und da dann also auch im Netz da, also da wirklich, das finde ich ganz toll, weil das ist natürlich eine Sache, die finde noch gar nicht oft genug genutzt wird, dass es geht. Aber ich wünsche euch vor allem auch erstmal viel Erfolg bei der Veröffentlichung und bei der Kontaktaufnahme zu Verlagen. Hier beim Salon sind jede Menge davon ja anwesend, wobei ich mir auch bei vielen davon vorstellen kann, dass es reinpassen könnte ins Programm. Ich wünsche euch da ganz, ganz viel Erfolg. Gibt es jetzt irgendeinen Punkt, den wir vielleicht am Ende noch ansprechen sollten? Ein Geheimnis oder irgendwie ein Highlight, das wir hinweisen sollten? Ja, was könnten wir denn noch ansprechen? Also ich habe natürlich auch meine, also abseits vom Ameisenbär-Comic, natürlich auch noch meine eigenen Comics. Vor allem für Katzenfans ist das, glaube ich, sehr interessant. Ich mache sehr viel Katzen. Natürlich auch im Internet zu finden unter www.theragdoll.net. Und natürlich auch im Social-Media-Bereich, da ist der Name Ragdoll Artist. Also da einfach mal reinschauen und eben, wie gesagt, vor allem Katzenfans werden auf ihre Kosten kommen. Ich würde sehr gerne unseren Blog noch erwähnen. Wir haben nämlich eine Kooperation mit dem Karikaturmuseum in Krems und bloggen dort mittlerweile einmal im Monat über unser Webcomic-Projekt, das Voranschreiten, unsere Siege und Niederlagen. Und das ist für uns so eine Art und Edutainment-Projekt, weil wir gerne auch für künftige Generationen von Comic-Künstlerinnen, Comic-Autorinnen ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wollen und ihnen auch so manch Fehlschlag ersparen möchten, weil das aus unserer Sicht eigentlich reicht, wenn wir das einmal falsch gemacht haben. Also da sind wir auch sehr authentisch und sehr offen und ihr findet uns auf der Seite vom Karikaturmuseum, das ist www.karikaturmuseum.at und dort im Bereich News bloggen wir dann eben. Ja, also das wollte ich gerne noch dazu sagen und ansonsten würde ich gerne jetzt noch so als kleines Extra-Special noch jemanden einführen, den wir hier am Stand mit dabei sitzen haben. Unser Stand ist ja mit Pencilepsy übertitelt und wir haben ein weiteres Mitglied von Pencilepsy hier am Stand, nämlich Albert Mietringer, der sein Buch Lila hier vorstellt. Das ist ein Comic ohne Worte und ja, deswegen denke ich, vielleicht möchte Albert noch ein paar Worte über seinen Comic ohne Worte verlieren. Guten Tag, Albert. Hallo. Danke erstmal für die Gelegenheit, über meinen Comic zu reden. Ich habe das Ding vor ein paar Jahren gemacht und es ist mittlerweile bei Luftschacht erschienen. Das ist ein kleiner, aber sehr hochqualitativer Verlag in Wien, der sich sehr spezialisiert auf Graphic Novels. Ist eigentlich der einzige Verlag in Wien, der das promotet. Und er hat mich mehr oder weniger unter die Fittiche genommen und hat mir ermöglicht, diese Arbeit zu releasen. In dem Buch geht es im Prinzip darum, dass das Mädchen, die Protagonistin, die Namenlose, von Planet zu Planet reist und mehr oder weniger Abenteuer erlebt. Und jeder Planet hat so seine ganz eigene Optik, da ich immer probiert habe, andere Werkzeuge zu verwenden. Zum Beispiel habe ich eine Albtraumsequenz von komplett mit Kugelschreiber gestaltet. Oder beispielsweise, wo sie einen intergalaktischen Zirkus besuchen, habe ich mich sehr konzentriert auf die bunten Farben und habe mich auf Aquarell spezialisiert. Und
im Prinzip geht das dann so voran und sie kriegen, also kommen da so in ziemlich viele brenzliche Situationen. Und ich hatte auch das Glück, dass der Herr Platthaus vom FAZ auch ein paar sehr nette Worte darüber verliert und darauf war ich ziemlich stolz. Also ja, danke nochmal. Ja, ich bin ja auch gerade am Blättern und das ist ein tolles Beispiel für die Möglichkeiten, die es so generell gibt, auch analog zu zeichnen. Und also schön eben auch, um verschiedene Ortschaften und Places einfach irgendwie darzustellen und die Möglichkeiten zu nutzen. Erste Frage, warum lila? Ich glaube, es ging darum, wie ich begonnen habe, habe ich mich überhaupt noch nicht mit Farben gut ausgekannt und bin so auf diese Farbmischgesetze draufgekommen und das war irgendwie für mich total, also total interessant, einfach, dass du aus so Gegensätzen wie Rot und Blau, dass dann eigene Farben entstehen wie lila und irgendwie so war das so mein Leitfaden quasi zu lernen, wie solche Sachen entstehen, aus Kontrasten einfach neue Dinge entstehen. Ja. Und warum ohne Sprache? Ohne Text? Weil ich zu viel Respekt vor Text habe noch, um ihn einzubinden. Ich finde nämlich, der Text ist immer wichtiger als das Bild, also für mich jetzt persönlich. Und ich finde, man kann ein sehr schönes Bild sehr schnell verhunzen mit schlechtem Text, aber umgekehrt ist das schwieriger. Ich finde, ein sehr schlechtes Bild kann zu einem Meisterwerk werden, wenn ein passender Text dazu ist. Und deswegen habe ich mich in der Arbeit einfach mal auf die Bilder konzentriert. Ja, interessant, solche Worte aus dem Mund eines Illustrators zu hören, dass er den Text eigentlich eine ganze Menge wichtiger findet als das Bild. Ja, spannend. Eine Sache würde mich noch interessieren, und da kann ich auch noch mal euch beide mit ins Boot holen. Der Fokus bei uns liegt ja generell beim Indie-Bereich. Der Indie-Bereich ist ja nicht nur in Deutschland anwesend. Es gibt noch einen deutschsprachigen Indie-Bereich, also im Speziellen natürlich auch Österreich und die Schweiz. Die Schweiz hat hier eigene Panels und Diskussionen zum schweizerischen Comicmarkt, den wir jetzt zum Beispiel mit Edition Modern auch kennengelernt haben. Ich muss aber ehrlich sein, den österreichischen Comicmarkt, der hat in meiner persönlichen Wahrnehmung noch keine riesengroße Rolle gespielt. Wenn ihr mal so ein bisschen Vergleiche ziehen wollt, zum einen gibt es eine österreichische Comic-Szene, Indie-Comic-Szene, nur in wenigen Worten, wir können jetzt gar nicht so ins Detail gehen, und zum anderen gibt es eine über die Grenzen hinaus irgendwie eine Interaktion mit, ich sag mal, in diesen Dachländern. Gibt es sowas? Ja, das ist... Gibt es eine Szene in Österreich? Es gibt schon eine Szene in Österreich. Also was ich halt so mitbekomme, dadurch, dass ich aus Umgebung Wien bin, bekomme ich das halt speziell in Wien mit. Und da gibt es durchaus eine Szene, zum Beispiel Tisch 14. Die bringen auch immer wieder Hefte raus, so Gemeinschaftshefte mit dem Thema. Die machen eigentlich nicht wenig, also das besteht auch schon ziemlich lange. Und ansonsten, ja, keine Ahnung. Also ich denke, wenn man sich da so ein bisschen Überblick verschaffen möchte, dann ist die Next Comic Linz eigentlich gar kein schlechtes Forum. Also wir haben da dieses Jahr auch mit ausgestellt. Das findet jährlich statt. Immer im März ist das. Organisiert wurde das zum ersten Mal vor genau 10 Jahren, auch von Gottfried Gusenbauer, dessen Name ja schon gefallen ist, und seiner Frau Sibylle Gusenbauer und dem dortigen Verein, der sich für Comics stark macht, Linz. Und ja, da bekommt man eigentlich einen super Überblick darüber, was gerade in der Independent-Szene los ist und gerade in dem Bereich Comic, der im Bereich Kunst zu verorten ist. Und da würde ich einfach mal sagen, freut euch schon mal aufs nächste Jahr, weil da wird dann eben 2008 bis 2018 groß begangen. Und da kann man dann mal so sehen, was hier die Indie-Szene für Blüten getrieben hat. Ansonsten würde ich sagen, ist schon noch ganz spannend auch das Museumsquartier. Dort gibt es so einen Bereich, der aus Stellung gewidmet ist, die Passage, und es gibt dort auch einen Automaten, aus dem man dann das aktuelle Indie-Comic des jeweiligen Künstlers, der Künstlerin ziehen kann. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele Personen pro Jahr die eigentlich ausstellen. Weißt du das, Jackie? Nein, das weiß ich leider auch nicht. Aber so wenige sind es nicht, und deswegen würde ich mal vorschlagen, schaut da auch mal vorbei. Das ist echt eine spannende Sache. Weil sie mir gerade einfällt, muss ich das noch nachschieben. Findet diese Comic-Szene auch auf der Vienna Comic-Con statt oder ist das eine eigene Veranstaltung für sich? Also die Vienna Comic-Con, das ist noch ziemlich jung. Ich glaube, das hat jetzt zum zweiten oder dritten Mal erst stattgefunden. Und dadurch, dass es so neu ist, habe ich das Gefühl, die suchen noch so ein bisschen, vor allem wegen Artist Alley, so
welche Richtung das gehen soll. Also man trifft da schon auch immer viele Gesichter und ich denke mir, ah cool, die sind auch dort, kenne ich schon, oder der ist auch da, den kenne ich auch. Aber was jetzt so Indie-Zeug angeht, finde ich jetzt, es ist halt eher eine kommerzielle Veranstaltung. Also ganz anders wie das Next Comic Festival zum Beispiel, da ist es halt, da geht es doch eher so in die Kunstrichtung und da ist eben auch mit Ausstellungen und allem. Und die Comic-Con, ja, das ist halt eher kommerziell, eben weil es halt eine Con ist, ist eh klar. Ja, ich würde gerne noch einen kleinen Reisetipp zum Schluss geben für Leute, die sich generell für Independent Comics interessieren und dann vielleicht auch für unabhängige Comic-Museen. Ich würde nämlich gerne das im November gerade umgezogene Cartoon Art Museum in San Francisco euch allen ans Herz legen, das jetzt inzwischen am Fisherman's Wharf zu finden ist in der Beach Street und die ganz, ganz interessante und sehr unterschiedliche Ausstellungen zeigen und auch sehr viel zur Förderung junger Künstler tun. Die haben da zum Beispiel immer eine Wand, die ist dann sozusagen den Emerging Young Artists vorbehalten. Dort werden dann Originalseiten kombiniert mit dem jeweiligen Comic. Also es sind schon publizierte Künstlerinnen und Künstler, aber eben noch nicht jetzt Leute, die so ein Oeuvre von 5 bis 6 Büchern vorgelegt haben. Das sind die, die man dort findet. Und das finde ich eine ganz wunderbare Möglichkeit, Leuten auch so ein Forum zu verschaffen. Und ja, das wäre mein kleiner Reisetipp an euch. Wenn ihr noch nichts vorhabt, dann unterstützt dieses super tolle, unabhängige Museum und fahrt da hin oder werdet einfach Mitglied und unterstützt das Team. Vielen, vielen Dank für die ganzen Tipps. Ladies and Gentlemen, ich danke euch vielmals für eure Zeit und wünsche euch vor allem noch ganz viel Erfolg mit euren Projekten und würde mich freuen, wenn ihr hier auf der, im Salon noch das ein oder andere Comic verkaufen könnt. Vielen Dank. Ciao. Danke. Danke. Ciao. Tschüss. Der Finale, der vierte Tag hier beim 18. Internationalen Comic-Salon Erlangen. Es ist erneut so, dass ich hier gefühlt so mit zu den ersten Leuten zählen, die hier im Zelt C, beziehungsweise Halle C, Zelt Edition sitzen. Und natürlich sind wir schon wieder fleißig am Podcasten. Neben mir sitzt ein junger Mann, der wurde mir empfohlen. Hallo, ich bin der Andi, wer bist du? Hallo, ich bin der Kott und komme aus dem schönen Schwabenland. Woohoo! Und zwar genau von der Schwäbischen Alb. Und wahrscheinlich kennen viele Städte am Kalten Markt, weil viele da zum Truppenübungsplatz gehen als Soldaten. Gingen wahrscheinlich jetzt eher langsam, ne? Ja, genau, genau. Und da komme ich 7 Kilometer entfernt davon, in einem Umkreis von 7 Kilometer, aus Schwenningen. Nicht Villingen-Schwenningen, einfach Schwenningen-Baden. Mhm. Und heute habe ich gesagt, gehe ich mal nach Erlangen, also die ganze Woche eigentlich, und guck mal, was so läuft, ob da was geht. Weil ich bin ein Künstler, ein Zeichner, ein Comiczeichner. Und das sind ich, die Besten. Ja, das sind die, natürlich sind das die Besten. Ich bin der Beste. Nein, nein, Spaß. Und dann habe ich mir gesagt, ja, gehst mal nach Erlangen, weil ich habe ein tolles Buch gemacht vor 4 Jahren, das heißt Die Vögel. Ist ein Buch mit 33 Seiten. Auf jeder Seite passiert immer ein Witz, das sind 3 Vögel. Genau, die habe ich auf dem T-Shirt, das sieht man hier im Radio jetzt leider nicht. Und ja, ich habe 3 Vögel, die sitzen auf der Telefonleitung und dann passieren immer funny Stories. Ja, genau, weil ich mir überlegt habe, was kann so passieren auf einer Telefonleitung mit 3 Vögelchen. Habe ich mir das vorzustellen wie so ein Cartoon, jede Seite neue Handlung, oder ist es schon auch mit übersequenzieller Kunst halt, ne, einfach eine ganze Handlung? Nein, ist einfach eine Seite, eine Handlung, abgeschlossen. Eine Seite, eine Handlung, abgeschlossen. Genau, das ist einfach für Leute, die nicht gerne viel lesen, perfekt. Und vor allem ja auch optimal, also diese Cartoon-Szene ja, ne, die ja auch durchaus in Deutschland einen sehr guten Stand hat und sich auch mega gut verkauft. Bevor ich alle anderen Fragen frage, hast du mal beim Lappan Verlag angeklopft? Ja, ich habe schon bei Lappan Verlag angeklopft, bei Egmont, bei vielen Verlagen und alle Verlage sagen einfach, die stehen einfach zu simpel, zu einfach. Mhm. Und manche werten mich auch ab mit Schülerskizzen und so. Ah ja, so okay, Zeug. Die verstehen dich ja, nicht. Ja, genau. Oder also, sie ist einfach nicht der Mainstream vielleicht für die, ich weiß es nicht. Jedenfalls habe ich gesagt, dann machst du halt auf eigene Faust und guck dann, habe jetzt auf Facebook ein Netzwerk aufgebaut mit Künstlern, von denen ich auch ein paar persönlich kenne. Weil man da, also für mich einfach, das bringt es mehr, wenn ich mich dem Verlag da anbiete. Das verstehe ich, ja. Und meines Wissens ist dieses Cartoon-Genre natürlich auch viel dadurch geprägt, dass die einzelnen Bilder natürlich auch im Netz geteilt werden wie irre, ja. Also dass dann wirklich das überall gerade auf Facebook, also in den sozialen Netzwerken generell einfach rumgeht. Gerade zu tagesaktuellen Situationen kommt da häufig was. Ist das was, was für dich auch eine Rolle spielt? Ja, also auf jeden Fall auf Facebook, da bin ich sehr viel dabei. Da haue ich auch jeden Tag was raus und hoffe auch, dass das fleißig geteilt wird. Also geliked wird schon mal, aber geteilt ist noch nicht so der okay. Fall. Ja, und so, wie soll ich sagen? Ja, auf Instagram bin ich auch.
Instagram läuft auch sehr gut mit dem Liken, weil da viele Leute sind, die kennst du gar nicht, aber die liken halt, weil es denen gefällt. Ja. Ja. Man muss seine Fans nicht alle persönlich kennen. Irgendwann verliert man auch den Überblick, dann wird es schwer. Genau. Muss nur genügend Likes kriegen, damit ich davon leben kann. Das wird reichen. Okay, das würde mich auch freuen, ehrlich gesagt. Ich freue mich für jeden, der davon leben kann. Mal so ein bisschen, fangen wir an. Bevor wir, doch, wir sind ja gerade direkt beim Werk. Ja, wir sind mittendrin. So. Was ist, das sind so deine Themen? Worum geht's? Sie sitzen immer auf diesem. Wir sitzen auf der Telefonleitung. Telefonleitung. Genau, überwiegend. Das ist, um das geht es in dem Buch. Das ist eine Telefonleitung. Dann kommt zum Beispiel, sitzt nebendran ein Geier. Und der eine Vogel sagt zum anderen, wer ist das? Und der sagt, ein Freund. Und der Geier denkt sich an Futter. Da ist so eine Gedankenblase, wo Futter drin steht. Mhm. Weil er die Vögelchen essen will. Und der eine blickt es halt nicht und sagt, das ist ein Freund von mir. So zum Beispiel, ja. Okay. Ja, und so geht es. Also es klingt ein bisschen nach schwarzem Humor. Ja, ein bisschen schwarzer Humor ist so ein bisschen dabei, ja. Sind auch so Themen wie Politik und so dabei, oder? Nein, gar nicht. Also aus Politik möchte ich mich raushalten, weil das doch sehr ein heikles Thema ist und das Leute immer, also jeder fasst es anders auf. Mhm. Und es ist einfach zu, ja, für mich jetzt zu heikel einfach. Weil ich greift schnell ins Klo mit sowas. Ja, genau. Sie haben jetzt Südwestzeitung, glaube ich, war das gesehen. Da war ein Karikaturist, der hat irgendwas, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, was gezeichnet, das hat denen nicht gefallen und ratzfatz haben die gesagt, weg. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Erschien im Eigenverlag, ne? Dieses Buch war also vermutlich eine Sammlung bis zu dem Zeitpunkt erschienener Werke oder waren da exklusive Sachen dabei? Nein, also ich habe das Buch produzieren lassen bei einem Verlag, bei mir in der Nähe. Wie heißt der? Gemeiner Verlag, der ist im Mesker. Mesker ist da, wo auch Geschwister Hoffmann herkommen. Mhm. Die kennt man vielleicht, Schlagerduo. Für Geschwister Hoffmann zeichne ich auch ab und zu in ihrer Fanzeitung. Die haben so ein kleines Blättchen, so ein getackertes, und da mache ich auch immer Zeichnungen rein. Ja, und unter anderem zeichne ich auch ab und zu für Otto Walkes. Also Otto Walkes, also meine eigenen Zeichnungen, und die schicke ich ihm dann, weil ich habe den mal kennengelernt, auch seine Veranstaltung, und das hat gut funktioniert. Ja, und seitdem sind wir so ab und zu in Kontakt. Mhm. Jetzt nicht so, dass wir dicke Freunde sind, aber wir sind eben in Kontakt über E-Mail und so und treffen uns auch, wenn er in der Gegend ist, zu einem Smalltalk dann. Ja, und dann zeichne ich noch bei uns in der Region in Balingen für den Zollern Albkurier. Deckt das Gebiet Balingen ab, Zollern Albkreis. Und da zeichne ich lokale Karikaturen von den Politikern, aber ist nicht so krass politisch. Also. Mhm. Und wird dir denn da zum Beispiel auch bei der Zeitung ein bisschen der Text in den Mund gelegt oder wie läuft das? Nein, also die lassen mir erstmal eine Freiheit. Also ich suche mir ein Thema aus und dann zeichne ich was dazu mit meinem eigenen Text und alles. Und wenn es nicht passen sollte für sie, dann sagen sie mir einfach Bescheid. Du kannst das vielleicht so ändern oder so, ja. Mhm. Genau. Okay, das waren jetzt ein Megathemen. Wo fangen wir da vorne an? Zum einen scheint es schon mal so, als wärst du ganz gut aufgestellt, was Auftraggeber angeht. Das heißt also, du hast dann gibt es eine oder andere Möglichkeit, die Werke von dir zu sehen, und du hast anscheinend auch Kontakte. Aber kannst du davon leben? Ist das dein Haupt? Nein, ich kann leider nicht davon leben. Ich bin jetzt zurzeit CNC-Maschinenbediener. Mhm. Ja, das habe ich auch gelernt. Also ich habe Industriemechanik gelernt. Einfach aus dem Grund, weil Grafik einfach nicht genug Geld abwirft. Mhm. Für mich zum Leben. Ja. Ja. Und als in der Fabrik verdient man doch dann mehr, und dann sage ich, wenn ich jetzt zu dem Zeitpunkt selbstständig werden wollen würde, müsste ich einfach den Aufträgen hinterherrennen, und es ist mir einfach zu stressig. Also ich möchte später davon leben, aber so davon leben, dass ich nicht mich kaputt machen muss quasi. Also irgendwie, ja klar, das wäre okay, wenn's, cool. Wenn es ein Selbstläufe wird. Also am besten wirst du einfach mega erfolgreich. Genau, das oder? Ist das so die einfachste Lösung. Ziel, ja. Ja, okay. Ob das antrifft, ist immer ist das dann gar keine Frage. Ja, ja. Und damit bist du jetzt für mich, soweit ich das auch mitbekommen habe, weil ich auch sehr eingebunden, erste Cartoonist, den ich jetzt persönlich treffe hier auf dem Salon Erlangen. Ja. Gut, also klar, der Lappan Verlag ist auch da und hat hier verschiedene Künstler auch noch da, die sind mir natürlich auch aufgefallen, da habe ich leider den Weg noch nicht hingefunden. Wie sieht es aus? Ist der Comic-Salon da auch für dich und deine Kollegen der richtige Ort, um die Arbeit zu zeigen? Wie ist so die Resonanz vom Publikum und vielleicht auch ja eben von den Mitkollegen? Also ich sage es, der Comic-Salon ist auf jeden Fall ein guter Ort, um seine Zeichnungen zu verkaufen. Nur ist es bei mir auch so das Problem, weil ich noch nicht bekannt bin. Also die bekannten Zeichner laufen natürlich Bombe, weil die kennt man einfach, da will man was davon. Und bei mir ist jetzt eher so, die Leute kommen, die gucken, die finden es auch lustig alles, aber die legen es halt wieder weg und laufen weiter. Okay. Ja, das ist ein bisschen schade. Ja. Okay. Aber vielleicht bringt der heutige Tag nochmal was, ja. Ist dieses Live-Skizzieren oder Live-Sketch, ist das für dich ein Thema, dass Leute eben zum Beispiel die Karikatur von sich selbst hätten? Ja, das habe ich auch dieses Wochenende gemacht, 2-3 Mal. Einfach Karikatur gezeichnet, und die Leute waren auch begeistert davon, ja. Und ja, die sind dann, ja, die haben mich auch weiterempfohlen. Die haben dann auch am Stand Werbung gemacht für mich. Ja. Die haben gesagt, hier, kommt her, der zeichnet hier Karikaturen, ja. Der kann malen. Ja, ja, so. Cool. Ja.
Prima. Und dann, ich glaube, man muss sich das einfach mal angucken. Das ist, denke ich einfach eine ganz tolle Sache. Wenn man so Cartoons, ich persönlich finde es immer mega nice, wenn gerade so Situationskomik, ähnlich wie so ein Meme oder ein GIF, bieten sich Cartoons häufig eben auch an, um Situationen im Alltag zu unterstreichen, wenn man so im Internet lebt als Digital Native. Ist das dein Ziel, die Sachen alle zwangsläufig in irgendeinen gedruckten Fassungen auch rauszuballern, oder ist es für dich online eigentlich auch ganz okay? Also online ist für mich jetzt okay, aber ich würde es auch gerne gedruckte Fassungen rausbringen, einfach, dass die Leute, ich finde einfach ein Buch, was in der Handtasche ist, viel toller wie was online gestellt ist, wo du einfach so drüber klickst, so, ja. Also ist meine Meinung. Ich kaufe mir auch gerne Comicbücher oder Cartoonbücher, einfach, dass du was in der Hand hast, ja, so. Ja. Und man findet es vor allem auf Facebook, oder hast du da auch noch eine eigene Seite, auf der du das? Also ich habe eine eigene Seite, das wäre dann www.hierkommtkurt.timdu.com. Das kriegen wir verlinkt auf jeden Fall. Ja, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, ja. Ja, und ich habe es bei Timdu gemacht, einfach weil meine Comic, die wirft noch nicht genug Geld ab. Mhm. Und da möchte ich natürlich auch so billig wie möglich was produzieren, ja. Und Timdu bietet es einfach an, dass die machen einfach Struktur, wie eine Webseite aufbauen kannst, und da habe ich einfach Bilder hochgeladen, das ist dann wie, man kann Themen anklicken, Karikaturen, spezielle Ereignisse, und sieht dann einfach die Bilder, wo ich da gezeichnet habe. Ja, gefühlt habe ich auch den einzigen Podcast, den Jimdo nicht supportet, weil die wirklich sehr intensiv in dieser Podcast-Szene unterwegs sind und richtig Geld in die Hand nehmen, um da gute Sachen zu unterstützen, unter anderem Bits und so, sind da sind die dabei und so. Das ist wirklich mega, ich glaube, das ist schon ein gutes Ding. Gibt es eben auch einen anderen Promocode, also hier, kriegt das schon hin, wo man Gutscheine googeln kann, das kriegt ihr raus. mega gut. Dann natürlich noch ein Thema, das mich wirklich interessiert, weil ich so ein bisschen auch das Problem im Endeffekt auch habe. Geht ja um die Frage der Reichweite. Ist natürlich möglichst sinnvoll, dass du online von einer ganzen Menge Leute gesehen wird. Gerne eben, kannst ja nur verlinkt werden, wenn die Leute dich kennen. Du hast gemeint, du findest vor allem auf Facebook statt, und gerade da haben wir seit 1,5 bis 2 Jahren ja diesen mega neuen, geilen Algorithmus, der es für Kreative bzw. Leute, die eigene Seiten dort betreiben, absolut uninteressant macht, auf Facebook zu sein. Also wenn du richtig rausballerst, erreichst du natürlich ein paar Leute, aber davon klickt keiner drauf. Es ist wirklich ein größeres Thema, das ich jetzt hier im Detail gar nicht so erörtern kann. Wie ist so deine Einstellung oder Meinung zu eben diesem Parteisystem von Facebook? Hast du da irgendwas mitbekommen? Nein, also Facebook, also kriegt auch gar nicht viel mit. Ich bin auch nicht so viel im Internet unterwegs. So. Aber ich habe auch gemerkt, bei Facebook, da liken eigentlich nur die Leute, wo dich kennen. Mhm. Also es geht nie so in die große Blase. Da finde ich jetzt Instagram besser, weil da liken auch Leute, die dich gar nicht kennen. Ich weiß nicht, wie es läuft, da sieht man das einfach mehr, da gibt ein Stichwort ein, ich weiß ja, nicht. Ja, durch die Hashtags häufig ist. Ja, die Hashtags dann so, ja. Weil bei Facebook, die Hashtags sind ja dann wertlos. Quasi. Also nicht wirklich so. Die führen, je nachdem, was für Rechte du hast, teilweise ins Nichts. Ja, eben. Und ich baller sie zwar immer rein, die hoffen, dass sich das irgendwann nochmal ändert, aber so sieht's aus. Ja, das finde ich Instagram eigentlich toll, du gibst ein paar Stichworte ein, zack, 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 und dann, ja, der, wo das Stichwort sucht, kommt dann auf das Bild. Genau, einfach größere Reichweite, das finde ich bei Instagram jetzt richtig geil. Vielleicht mal kurz auch für dich in deine Arbeit und auch kleiner Blick in die Zukunft. Du hast gemeint, vor 4 Jahren hattest du, glaube ich, den Druck von Kurt gemacht. Ja, vor 4 Jahren, richtig. Ist denn schon was Neues gedrucktes in Planung? Nein, noch ist nichts Neues gedrucktes in Planung. Ich habe jetzt ein Buch entwickelt, das heißt Die Pilze. Aber das habe ich jetzt auch dabei, aber selber zusammengeheftet. Das sind einfach, ja, geheftet mit Klammern. Also dann kopiert auch zum Kaufen oder jetzt nur ja, ein Exemplar? Ja, kopiert zum Kaufen natürlich. Ja, das meine ich doch. Ja, was man dir abkaufen kann, Junge. Ja, ich hab ganz viel, was man abkaufen kann. Auch Originale habe ich dabei am Stand, Plakate, alles. Cool. Auf was freust du dich hier noch beim Salon? Ist heute der letzte Tag, es geht ja dann bald vorbei. Vielleicht kannst du mal kurz so in wenigen Worten mal deine Zusammenfassung geben, wieso, wann du da bist, wie es lief und vor allem, ja, was du jetzt noch vom Sonntag erwartest. Also ich bin jetzt seit Donnerstag da, also seit er eröffnet hat. Ganz von Anfang an. Und Donnerstag war bis jetzt der beste Tag. Vielleicht einfach, weil es eröffnet worden ist und dann kommen die Leute einfach und sind neugierig, was für Künstler da sind alles. Freitag war es ein bisschen ein Durchhänger, weil viele Leute wahrscheinlich arbeiten waren. Samstag lief jetzt wieder. Und jetzt heute werde ich mir einfach noch die Ausstellung angucken und alles ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Auch privat mal die Chancen. Ja, privat mal die Chancen nutzen, weil ich ja auch nur sehen will, was um mich rum passiert. Mein Kosmos um mich rum erkunden. Bisschen, ja. Sehr gute Idee. Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir heute genommen hast, mit uns ein bisschen zu plaudern. Das war ein wahnsinnig interessanter Einblick in auch diese, nicht in deine Arbeit und ins Webcomic schaffen. Ich verlinke das natürlich alles, man kann das also wirklich auf jeden Fall finden. Und ich kann mir gut vorstellen, dass du jetzt mindestens einen neuen Liker hast. Ja, das ist sehr geil. Vielen Dank, ciao. Ja, ciao.
Wir sitzen immer noch im Zelt. Ich habe erneut zwei Interviewgäste, die wir, die ich vorhin ein bisschen angeschrieben habe. Ich glaube, sie machen was mit diesem Comics. Hallo, ich bin Andi. Wer seid ihr? Hallo, mein Name ist Bianca Saxonia und neben mir sitzt Hans. Das ist mein fester Freund und Standhelfer. Okay. Unterstützung. Quasi Support, Sidekick. Ja. Ja. Ja, cool. Also das heißt also, du bist vor allem für die Administration mit hier mit dabei unterwegs und auch mal teils Organisationen. Dorker vertreiben. Ja, auch. Ja. Unterstützen, wenn es irgendwie Probleme gibt. Mhm. Leuten teils auch mit auf den Keks gehen. Ja. Schön Werbung machen. Wo seid ihr? Wo sitzt ihr? In welchem Bereich? Wir sind jetzt in Halle B und zwar B60 am Thunsabstand, weil ich da mit Vereinsmitglied bin und ja, läuft ganz gut. Da müssen wir auf jeden Fall gleich mal zu sprechen kommen, dass du vielleicht mal ein paar Worte dazu sagst, was das ist. Aber vielleicht erstmal zu euch, denn eigentlich geht es mir vor allem auch um euch. Ihr habt auch ein bisschen was mitgebracht von deiner Arbeit. Ja. Vielleicht stellst du dich mal kurz erstmal ein paar Worten vor. Wie bist du da eigentlich reingerutscht in diese Comic-Szene? Also eigentlich war das so eine Selbstentscheidung. Gezeichnet habe ich eigentlich schon immer, seitdem ich einen Stift halten konnte. Mhm. Also mit dem dritten, vierten Lebensjahr und erst versucht in Richtung Realismus. Dann habe ich Sailor Moon im Fernsehen gesehen. Oh ja. Da war es dann vorbei. Da war ich erstmal voll in der Manga-Schiene, ohne es bewusst zu wissen. Und habe da in der Richtung versucht, immer mehr Manga-mäßig zu zeichnen. Und für mich gab es auch nie was anderes als das Zeichnen. Ich wusste, das war mein Hobby. Aha. Und in der Richtung wollte ich was zum Beruf machen. Und richtig publizieren und öffentlich machen habe ich aber erst vor 3-4 Jahren angefangen und habe es nicht bereut. Sehr gut. Was sind so deine, kann man sagen, ich frage das immer auch, wenn es ein bisschen plump ist, aber hast du sowas wie Themen, die du besonders gerne machst, Sachen, die dich beschäftigen? Gibt es da irgendwie so eine Richtung? Kann man da was festmachen? Ja, also ich versuche vor allen Dingen Dinge zu produzieren, die mich auch selber interessieren. Also ich bin großer Science-Fiction- und Fantasy-Fan und vor allen Dingen jetzt auch mehr in Richtung Comic. Das hat sich auch im Laufe der letzten Jahre so ergeben. Und ja, in der Richtung, genau, also Illustration und Comic-mäßig. Du hast uns ja einiges mitgebracht von deiner Arbeit. Das ist auch vieles offensichtlich in gedruckter Form. Konzipierst du deine Werke direkt für den Druck oder gibt es sie alle vorab online? Wie ist das bei dir mit der Veröffentlichung? Also ich habe mich jetzt ja erst mal darauf fokussiert, wo ich mich selbstständig gemacht habe, dass ich Comics produziere, die dann auch erstmal in Druck gegangen sind, um das auf Messen und Veranstaltungen unter die Leute zu bringen, mich ein bisschen bekannt zu machen. Und habe aber vor, schon seit gut einem Jahr meinen ersten großen Webcomic rauszubringen. Mhm. Einige Sachen sind auch auf Toonsup, wie gesagt. Kommen wir bestimmt dann noch zu sprechen. Ja. Und mein Webcomic, der soll dann über meine eigene Webseite laufen. Und wenn alles gut läuft und die Leute daran Spaß haben, werde ich später noch eine Hardcover-Ausgabe davon machen. Boah, also vielversprechend. Sehr, sehr vielversprechend. Was ist denn das aktuelle Werk von dir, das aktuellste, was man bestaunen kann? Schwierig, weil man kann es noch nicht bestaunen. Mein aktuelles Werk ist erstmal für ein Projekt entstanden. Das heißt, mein Werk heißt Nostalgia und das beschäftigt sich um mein eigenes Leben. Und das war auch so ein großer Schritt für mich, weil ich vorher halt Fantasy-Sachen und fiktive Figuren veröffentlicht habe. Und da habe ich einfach mal Erlebnisse von meinem letzten Jahr reingebracht, weil da viel passiert ist und ich dachte, um das alles so ein bisschen zu verarbeiten und niederzuzeichnen, ist das eine gute Idee und das habe ich vor, demnächst zu drucken und auch zu verkaufen, wer daran Interesse hat. Mhm. Also das sind also autobiografische Inhalte, die du da ein bisschen repassieren lässt. Vielleicht kannst du was anteasen. Was ist dir denn passiert? Um es kurz zu fassen, wer den guten alten Zeichner Little Buddha alias Marco Knorr kennt, weiß auch wahrscheinlich, was mit ihm letztes Jahr passiert ist. Er ist leider an einem Schlaganfall gestorben und das war erstmal so ein einschneidendes Erlebnis, weil er war, Entschuldigung, ich bin ja ein bisschen aufgeregt, er war ein Mentor für mich und auch ein guter Freund. Also wir haben auch schon bei ihm übernachtet zur Buchmesse und er hat auch schon bei uns privat übernachtet und es war schon sehr innig und er hat mir sehr, sehr geholfen, weiter in die Comic-Szene reinzukommen. Wir hatten ihn kennengelernt 2014 beim Leipziger Comic-Garten und hatten uns auf Anhieb verstanden und das war freudiges Zusammensein mit ihm und es hat sich dann über Social Media dann so entwickelt, dass wir uns dann auch privat getroffen hatten und
ein herzenslieber Mensch auf der Leipziger Buchmesse, ja, durch die Manga Comic-Con. Man hat, er ist durch die Reihen gelaufen und hat nur Herzen versprüht und hat den vielen Zeichnern auch Tipps gegeben, geholfen und alles Mögliche. Und es war für alle ein heftiger Schlag, als er dann, als wir dann die Nachricht gehört haben, dass er dann leider gestorben ist. Ist er, weil ich auch, ich habe immer diese Szeneperspektive immer so ein bisschen, ist er denn, wenn man das jetzt regional ein bisschen zuordnen möchte, so dieser Leipziger, ja, Comic-Szene zuzuordnen, ja? Und da kennt man ihn dann wahrscheinlich auch noch, ja, noch eher, als man ihn vielleicht. Ja. Und was noch erwähnt werden sollte, er war auch Gründungsmitglied bei Toons Up. Ja. Und das ist dann auch für den Verein ein großer Schlag gewesen. Das glaube ich. Toons Up ist natürlich ein Name, der mir mehrfach schon aufgefallen ist, weil die wirklich sehr aktiv sind, auch sowohl im Netz als eben auch bei Veranstaltungen, habe ich schon diverse Male gesehen. Das hat vielleicht noch nicht jeder. Könnt ihr mal ein paar Worte dazu verlieren? Was ist eigentlich Toons Up? Okay, dann sagen wir jetzt was zu Toons Up und dann erzähle ich den Rest von meinen. Ja, okay, ach so, genau. Okay, dann haben wir, ja. Kein Problem, manchmal schweift es ein bisschen aus, kein Problem. Also Toons Up ist ein Verein in Berlin gegründet und auch beheimatet. Und die Vereinsmitglieder kommen und praktisch die, die dort angemeldet sind auf der Webseite, kommen aber aus ganz Deutschland. Und auf Messen, so wie hier im Comic-Salon, treffen dann die Mitglieder sozusagen aufeinander, bilden so die kleine Familie und dann die selber machen, also wir machen Cartoons und Comics und Illustrationen, laden das hoch, geben uns gegenseitig Feedback und haben somit auch die Chance, wahrgenommen zu werden von Außenstehenden, die sich dann auch unangemeldet die Werke angucken können. Und ich bin ganz froh, dort mit dabei zu sein, weil das Team ist einfach so toll und richtig cool, unkompliziert. Es ist ein ganz harmonisches Miteinander und ich kann eigentlich jedem empfehlen, dort sich anzumelden. Es ist kostenlos. Ist es ein Verein oder was? Es ist ein Verein. Ja. Verein, also Mitgliedsbeitrag sind 25 Euro im Jahr. Das ist machbar. Das ist machbar und es ist wirklich für alle Altersklassen, von jung bis alt, jeder Stil kann da gezeigt werden. Es ist auch ziemlich umfangreich, was die Stile betrifft. Okay. Man schließt sich ja kurz ein bisschen so Netzwerken mit Tipps und Tricks und natürlich auch so gegenseitiger Austausch. Genau, genau. Helfen die euch beim Druck? Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Ich habe selber alles gedruckt. Es ist auf jeden Fall möglich, Tipps zu kriegen über eventuelle Druckereien und da vielleicht zu schauen, okay, ja, die würde jetzt eher zu mir passen. Und denke ich, ist finanzielle Förderung, das können wir jetzt nicht sagen, das wissen wir jetzt selber nicht, okay, genau. Aber anscheinend haben sie ja einen Stand, auf dem man zum Beispiel auch dabei sein kann. Ja, ja. Mhm. Und was ich noch erwähnen wollte, ist, wenn man was drucken lassen möchte und es soll jetzt kein eigener Comic sein, sondern nur so eine Kurzgeschichte, und dann kann man das über die vielen Aktionen auch machen. Die bringen mehrere Anthologien auch raus. Und bei der letzten, beispielsweise die Neue Welt, ist ganz, ja, bekannt von denen. Das ist auch von Embe, dem einen der Vereinsgründer, eine Idee gewesen. Und ich werde auch sehen, dass ich da mal einen Beitrag zeichne, weil in der Neuen Welt geht es ganz kurz darum, dass die Gruppe aus einem Roboter und zwei Menschen, ich weiß jetzt die Namen nicht, tut mir leid, und die reisen von Planet zu Planet und jeder kann halt seinen Planet so gestalten, wie er das so denkt. Das ist eine coole Sache. Klingt spannend. Also man hat eine Episode, die, ich glaube, von Embe selber gezeichnet wurde und das Geschehen gibt dann dem Nächsten Möglichkeiten, darauf aufzubauen. Und was ich mitgekriegt habe, was auf alle Fälle Pflicht ist, der Roboter muss überleben. Was mit den Menschen ist, ist egal, ja, ja, aber der Roboter, Robotski, den Namen Robotski, weiß ich, genau, nice, der muss überleben. Der muss alle Planeten überleben. Der ist echt cool. Der ist anscheinend für den finalen Arc. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wichtig. Am Toons-Abstand gibt es auch ganz coole Sticker, wo irgendwie scheiß Planet ruft. Also die sind doch gratis. Nehmt mit! Ja, du hast recht. Ich war natürlich so dreist und habe einfach mal das Thema gewechselt. Aber wir waren ja gerade dabei, uns über deine Arbeit hier Nostalgia zu unterhalten, wo eben dieser schwere Einschnitt gewesen ist. Und den verarbeitest du hier im Comic, ne? Ja, das ist erstmal das, was negativ passiert ist. Und das verarbeite ich am Anfang des Comics so, dass ich praktisch, dass der Tod schon passiert war und ich einen Traum hatte, wo ich ihm begegne und ich zu Buddha sage, du, wir vermissen dich, und er nimmt mich in den Arm, wir also ich euch auch, und dann passiert aber was Gutes, weil das betrifft dann nur mich. Also meine ganz private Geschichte ist, dass ich meinen Vater seit 9 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Er ist nämlich, wo ich 8 war, nach Holland ausgewandert und wir hatten auch früher oft als Familie Urlaub bei ihm gemacht. Und wo ich ca. 18 war, haben sich meine Eltern getrennt. Und seitdem war der Kontakt zu ihm einfach eingeschlafen. Und ja, und irgendwann haben meine Geschwister dann Kontakt über seine neue Frau zu ihm aufgenommen. Und ich habe irgendwann gesagt,
okay, ja, ich will es mal versuchen. Und dann waren wir letztes Jahr dann im Jahr, wo Buddha gestorben ist, in Holland und haben meinen Vater, also ich persönlich meinen Vater nach 9 Jahren ungefähr wieder getroffen und das war auch so schön. Also für mich ist im letzten Jahr eine Person, die mir wichtig war, gegangen und eine Person, die mir wichtig war, wieder zu mir gekommen. Und da habe ich gedacht, das packe ich in eine Story und genau. Also sehr persönliche Sache, die du da auch uns allen mitteilst, was ich ja immer ganz mutig finde irgendwie auch. Ist das inwiefern... Ist es nicht gefährlich, so ganz viel von sich preiszugeben und sich so ein bisschen zu offenbaren? Wir haben Genehmigung von den Leuten. Ja, das auch. Von euch selbst natürlich, klar. Ich habe aber auch keine Namenhitze geschrieben. Das sollte halt namenlos passieren. Und ich meine das tatsächlich mehr so, wo man sich auch angreifbar macht. Heißt das, je mehr man weiß? Das ist nur so eine Frage, so Gedankengänge, die mir passieren. Ja, doch. Ist mir auch so gegangen. Und dann ist mir aber auch durch den Kopf gegangen, wie viele Zeichner es sich praktisch schon getraut haben, den Mut zu haben, so persönliche Sachen zu publizieren. Und für mich, wenn ich sowas lese, das geht mir immer sehr, sehr ans Herz. Und ich wollte halt auch eine Geschichte machen, die anderen ans Herz geht. Und klar, es ist ein bisschen auch naiv, weil ich weiß nicht, was passiert, ob es Leute jetzt gibt, die mich deswegen fertig machen, keine Ahnung. Hm. Ich hoffe mal nicht. Okay. Nein, nein, ich denke mal nicht. In Nostalgia selbst bist du, das scheint mir analog zu sein, das heißt, du hast es eingescannt und wirst dann vermutlich uns Kopien machen. Arbeitest du generell analog oder machst du auch Sachen digital? Wie sieht es aus? Das ist relativ unterschiedlich. Also ich, was Comics betrifft, bin ich da doch halb oldschool, halb Computer und zeichne die Skizzen und die Lines auf Papier, scanne ein und koloriere es dann mit Photoshop am Computer. Okay. Also so ein bisschen so ein Mischwerk. Also ich finde es ganz toll, sehr detailverliebt. Es sind sehr viele, also ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber es sind viele Striche einfach. Also das ist sehr viel, achtest sehr auf Detail und auch mit Schattierung habe ich hier einiges schon gesehen. Du, dort die Möglichkeiten sind Comics nutzt du gut. Das heißt, wir haben mal eine Panel-Aufteilung, wir haben hier mal Fokus auf einzelne Gesichtsteile. Wir haben mal Gruppen von Menschen, die wir sehen aus verschiedenen Perspektiven. Also das gefällt mir doch wirklich sehr gut. Schwarz-Weiß-Comic, hier ist auch ein bisschen was Abstrakteres dabei mittendrin und also wirklich abwechslungsreich, das gefällt mir, das ist gut. Was hast du uns denn hier noch mitgebracht an Comics, die vor uns liegen? Ich hätte noch kurz was zu Nostalgia zu sagen. Und zwar, das war jetzt nicht einfach so aus der Luft gegriffen, wir machen jetzt einen Comic über die Thematik, sondern das ist ein Sketchbook von der Brooklyn Art Library. Das war ein Projekt gewesen. Das ist ein Projekt, was sie jedes Jahr machen. Ja. Und zwar, man kauft sich bei denen das Sketchbook für 30 Euro, hat einen gewissen Zeitraum, wo man Zeit hat, das Heft komplett voll zu zeichnen und schickt es dann wieder zurück, ausgefüllt. Original. Und das landet dann, wenn es katalogisiert wurde, in der Art Library. Also das Original, was es nur einmal gibt, das steckt jetzt in Brooklyn. Cool. Das kann sich vermutlich auch niemand angucken, weil über die Jahre würde es ja kaputt gehen. Das heißt, man kriegt dann immer Kopien dann auch Leute, die es lesen wollen oder wie läuft das dann? Das ist für alle anderen dann am besten. Die New Yorker und alle, die New York besuchen, haben dann klar, natürlich den Vorteil, dahin zu fahren. Und wir werden das auch irgendwann mal machen und dann halte ich mein Original wieder in den Händen. Ja. Ach schön. Also das haben wir uns auf alle Fälle vorgenommen. Wenn mal die finanziellen Mittel besser sind, dann wollen wir auf alle Fälle mal hin. No. Genau. Ja, jetzt zum Rest. Also ich habe hier noch 3 kleinere Kurzgeschichten auch mitgebracht, die sind auch schon älter. Ich fange mal vom Ältesten an, das ist noch sehr Manga-lastig, es nennt sich Die Suche nach Utopia. Einige dürften das schon kennen, das habe ich schon seit einigen Jahren immer im Gepäck dabei und ich habe damals 100 Stück davon drucken lassen und es sind noch welche verfügbar. Und kommt zu tun's ab. Genau. Und das habe ich schon 2009, glaube ich, gezeichnet. Also es ist schon, okay, schon relativ alt und ich habe es dann 2014 erst drucken lassen, weil zwischendurch hat es mehrere Prozesse gehabt, wo ich das überarbeitet habe, wo ich die Seiten komplett umgedreht habe, weil ich sie erst in japanischer Leserichtung gezeichnet habe und im Endeffekt, ich bin heute noch sehr zufrieden mit dem Werk, auch wenn es nicht mehr so ja zeichnerisch auf dem neuesten Stand ist. Okay. Ja. Technisch nicht mehr auf dem neuesten Stand ist ja nicht unbedingt jetzt ein Problem. Du bist, also dass man Entwicklung durchmacht, ist ja eine super Sache, ja, die man dann offensichtlich auch sehen kann, wenn man die verschiedenen Werke dann eben mitverfolgt, ja. Genau.
Wenn man das hier durchgeht, das ist ein anderer Stil, als ich ihn jetzt eben bei Nostalgia gesehen hatte. Allerdings habe ich auch schon gemerkt, dass die ersten Seiten davon koloriert waren. Warum denn nur die ersten Seiten? Ach, das ist eigentlich heute noch teilweise so, aber damals so zu Zeiten, wo One Piece und Yu-Gi-Oh! Und Dragon Ball und das im Fernsehen kam und die Mangas richtig boomten 2000 rum, da war das total klassisch, dass ein Manga mit farbigen Seiten beginnt und dann praktisch, wenn die Geschichte richtig losgeht, in Schwarz-Weiß überwechselt. Den Grund selber, ich glaube, richtige Manga eingefleischte Fans wissen das, aber ich wusste eigentlich nicht, warum man das so macht. Ich könnte mir da gut was vorstellen, farbig die ersten Seiten, wahrscheinlich deswegen, damit man erstmal so ein optische, wie sagt man, damit man sieht, wie der Zeichner auch koloriert. Ja, ja. Wie er sich die Charaktere vorstellt auch. Genau, genau. Ja. Wie sie auch aussehen und alles auch farblich gesehen. Und der Rest, schätze ich mal, Druckkosten. Ja, das denke ich auch. Kann ich mir gut vorstellen. Schwarz-Weiß, ja, vor allem auch Illustrationskosten. Du musst den Illustrator ja bezahlen. Ja, Zeitdruck eben. Das sind alles Themen. Ich meine, so ein Mangaka, der hat ja massig Zeitdruck. Keine Ahnung, 30 Seiten in der Woche oder so eine Späße. Und da sage ich mir, ja, dann ist Schwarz-Weiß doch besser. Die einfachere Lösung auf jeden Fall. Also dein erstes Werk, das dann offensichtlich gut gelaufen ist, sonst hättest du ja nicht weitergemacht. Ja, das ist auch da, wo ich vorhin erwähnt habe, dass ich einen Webcomic machen möchte. Ich möchte Utopia neu auflegen, nochmal neu zeichnen, viel mehr Story reinbringen, mehr Gegner, mehr Hindernisse und ein bisschen länger, vielleicht mehr bändig im Endeffekt. Und da habe ich richtig Bock zu und ich habe schon einige Großskizzen, Entwürfe. Ich habe eine Gruppe von Freunden mit mir, die das so ein bisschen versuchen zu planen und ja, dass es bald geschieht. Okay, willst du denn dann das dann nur auf deiner Plattform veröffentlichen oder willst du das irgendwie auf Animax dann spiegeln oder wo auch immer so man das noch veröffentlichen kann? Wo kann man sowas finden? Wo wird man es finden können? Den Webcomic habe ich geplant, erstmal auf meiner Webseite zu veröffentlichen und zwar www.biancasaxonia-comicarts.de. Und ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht auf anderen Plattformen mit publiziere. Vielleicht Tapastic, habe ich gehört, soll gut sein. Und, ist dieses Tapas oder ist es wieder was anderes? Nee, ich glaube, das ist eine internationale Webcomic-Seite. Okay, ich muss gestehen, habe da noch nicht so den Einblick. Kein Problem. Und auf MyComics vielleicht. Also ich bin mir da noch nicht sicher, es sollte schon gut ausgesucht vielleicht sein. Vielleicht sogar noch Toons Up. Das auf jeden Fall, denke ich, ja. Mega. Genau. Also das ist immer cool, glaube ich, wenn man es bei vielen Sachen finden kann. Ich persönlich, wir hatten das Thema ja mehrfach schon. Ich spreche es immer wieder an. Würde mich freuen, wenn es irgendwann so eine zentralere Anlaufstelle gibt, wo man aber auch gleichzeitig nicht einfach nur im Schwall der Webcomics untergeht, sondern auch schon noch sich präsentieren kann. Aber eben auch als Endkunde eben nicht da, keine Ahnung, 100 Bookmarks irgendwie braucht, um da jedes Mal seine Lieblingscomics abrufen zu können. Bin ich mal sehr gespannt, was da an Bewegung im Markt ist. Comixology hat jetzt die Tage was angekündigt. Irgend so ein Print on Demand. Damit wollen sie Leute ins Boot holen. Dann alles uploaden und dann für Betrag X drucken die das auch noch für dich. Das ist Amazon, das könnte schon eine größere Sache werden. Klingt interessant. Weil ich hatte erst überlegt, ob ich das über Crowdfunding, Kickstarter zum Beispiel, finanziere, wenn es dann soweit ist. Aber vielleicht mit Hilfe von der Comic Solidarity könnte das besser werden. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da findet es ja auch genau wie bei euch eben auch bei Thunfisch. Tun's ab. Thunfisch. lecker. Findet ihr da auf jeden Fall auch nochmal eine. Glaube ich, eine gute Anlaufstelle hier bei der Comic Solidarity. Aber wir sehen jetzt hier ganz viele Werke, wir werden die nicht mehr alle durchgehen können. Aber vielleicht kannst du noch ein weiteres rausgreifen, damit wir mal so einen Rundumschlag hatten von den Sachen, die du bereits gemacht hast. Okay, also in Kurzform, die zwei kleineren sind noch, eins heißt Evelyn's Eden. Ganz kurz, es spielt im Garten Eden des Steampunks. Also da sind alle Tiere so robotisiert und dampfen und so. Und das zweite ist noch Murder Blues. Das handelte um ein Pärchen, was einen wunderschönen Paradiesurlaub haben wollten, aber im Friedhof gelandet sind und da bei der Party der Untoten aus Versehen dabei sind und da witzige Dinge erleben. Die beiden sind große Rockabilly- und Horrorpunk-Fans und das passt das eigentlich ganz gut. Ja, ist auch zum Zeitraum vom Inktober entstanden. Und zwar 2016? Ja, ich glaube, ja. Und das Letzte, was ich noch mitgebracht hatte, war das Toons Mag. Das ist das aktuelle Magazin von Toons Up. Da geht es um das 10-jährige Jubiläum. Mhm. Und da sie sich am 9. November vor 10 Jahren gegründet haben,
haben sie da praktisch ganz viele Geschichten und Zeichnungen von den Vereinsmitgliedern drin, die sich um verschiedene Ereignisse der Geschichte des 9. November drehen. Und das Cover habe ich gestalten dürfen. Da bin ich sehr froh. Vielen Dank. Also vielen Dank, dass du auch alles mitgebracht hast. Es ist wahnsinnig viel Output, den man sich von dir anschauen kann. Das finde ich immer sehr schön. Wenn man einfach viel mitnehmen kann. Wir hatten natürlich auch viele, man kann dich einfach nicht mehr als Newcomer bezeichnen. So einfach ist das, ja. Das sind schon viele tolle Sachen. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit, für eure Zeit, die ich heute genommen habe, mal kurz vorbeizuschauen und mit uns ein bisschen über eure Arbeit zu sprechen. Dann ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Erfolg und ja, hoffe, dass wir uns vielleicht nochmal wiedersehen oder hören. Ja. Vielen Dank, ciao. Tschüss. Den wahrscheinlich besten Interviewplatz, den ich haben finden konnte hier für meine Gespräche, den habe ich jetzt erst gefunden und das ist natürlich praktischerweise auch genau das letzte Interview, das wir vermutlich hier auf dem Comic-Salon führen werden. Wir sitzen im Freien, wir haben hier Technik aufgebaut und die Stimmung, die ist richtig gut. Hier sitzen zwei junge Herren, die man sowas wie als sowas wie Vollprofis bezeichnen kann, die hier auch ganz viel Aufmerksamkeit bekommen. Hallo, ich bin der Andi, wer seid denn eigentlich hey. Hier? Hey, ich bin Hugi. Ich bin der liebe David. David Fülecki. Marcel Hugenschild. Und wir sind Freunde. Das heißt, dass, ich habe jetzt schon gehört, ihr macht da auch sowas mit diesen komischen Podcasts. Davon habe ich ja schon mal gehört. Was macht denn ihr da eigentlich für einen Podcast? Der Nerdship-Podcast. Ulala. Gibt's im Internet unter www.nerdshippodcast.de. Mhm. Ist ja nicht so, dass man den nicht kennen würde, ne? Das ist sehr cool. Genau. Es ist ein bisschen ähnlich wie hier. Wir sitzen jetzt ja draußen. Ja. Jetzt einfach verraten. Und wir sitzen aber immer nur so am Tisch. Manchmal aber auch mit offenem Fenster. Und dann kommen so Motorengeräusche von draußen rein. Ja. Du hast das so ganz professionell mit so Kopfhörern und so. Einem richtigen Mikrofon. Wir stellen manchmal einfach nur so eine Videokamera mitten auf den Tisch und hoffen, dass die Tonqualität dann gut ist. Aber die Leute lieben die Hemdsärmeligkeit des Nerdship-Podcasts. Ja. Wir machen das mit so einem leicht wissenschaftlichen Anspruch, dass wir halt so popkulturelle Themen wissenschaftlich auseinandernehmen. Aber wir haben oft dann leider so ein bisschen Alkohol vorher schon getrunken. Und leider. Wir essen nebenbei Chips. Und das lieben die Leute. Also wir haben auch, ich glaube, fast im zweistelligen Bereich haben wir mittlerweile Hörer und Hörerinnen. Das gibt der Audio, so Chips geben der Audioqualität eine ganz besondere Atmosphäre. Das ist so unser Soundtest. Kann man das hören, dass man da Chips isst? Und wenn ihr gerade mal nicht podcastet, dann macht ihr was mit diesen so dubiosen Comics. Ne? Vielleicht, also wie gesagt, soll echt kaum zu glauben sein, aber es gibt Leute, die haben vielleicht noch nichts von euch und eurer Arbeit gehört. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wie seid ihr da, was macht ihr da eigentlich? Meine Eltern haben zum Beispiel noch nichts von meiner Arbeit gehört. Ja. Meine interessieren sich einfach nicht für. Was genau ist das denn? Deprimiert schon wieder. Fang du doch mal an, Dave. Du hast immer so viel zu erzählen. Ja, aber deswegen mag ich das, wenn du anfängst und dann kann ich so die Lücken füllen und eine Stunde später kommt dann die nächste. Also, ich bin Comiczeichner oder Manga-Zeichner. Es kommt immer darauf an, wen man fragt. Also gibt's einen Unterschied, ja? Entweder stehen Leute am Stand und sagen, das ist ein Comic, das kaufe ich nicht. Oder sagen, das ist ein Manga, das kaufe ich nicht. Bei Delphinium Prints, unserem Independent-Verlag. Mhm. Und ganz schön viele habe ich da rausgebracht. Die lange Serie Elefantenfriedhof, bald abgeschlossen in 5 Bänden. Mhm. Naja, und dann immer mal so als Gast in Anthologien mit dabei. Jazam zum Beispiel. Wir haben jetzt den Econ-Preis gewonnen. Hey, ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Herzlichen Econ-Preis. Glückwunsch. Aber ich war nicht bei der Preisverleihung, weil ich mein Auto gesucht habe. Spannende Geschichte, aber. Da gibt's auch was für, da könnt ihr euch jetzt eine Villa kaufen von, ne? So ist das irgendwie. Ja, das bekommen ja die Chesem-Jungs, die das halt redaktionell betreuen. Und ich glaube, die haben wollen das noch angeblich noch spenden. Aber es ist ganz komisch, dass Florian Steinl, David Koslowski, Adrian von Bauer und alle, dass die besoffen hier im Park rumliegen mit ganz teurem Alkohol. Mhm. Aber alles schon leer. Und daneben und so liegt Goldketten, so eine, wo Jazam draufsteht. Daneben liegt so eine zerknüllte Econ-Preisurkunde. Es gibt ja großen Shitstorm jetzt. Überall, wo ich bin, auf dem Comic-Salon Erlangen, alle mögen sich nicht mehr. Alle hassen sich. Ich glaube, das war's mit dem Aber Comics. Aber du hast dafür gesorgt, dass sich jetzt vielleicht zum Schluss doch wieder alle mögen. Ja, ich habe gestern das große Afterdance-Rumknutschen organisiert. Alle waren dabei. Burkhard Ime, Stefan Panor, Lisa Frühbeis. Alle waren dabei. Nur sympathische Leute. Ein riesen Knäuel aus Comic-Menschen, die sich jetzt lieben
Und demnächst werden da ganz viel so ganz verwachsene Kinder auf die Welt kommen. Nächste Generation. Ist das auch wirklich ernsthaft euer Eindruck gewesen, dass es hier so Reibereien gibt? Ach nein, so ein bisschen. Es ist so ein bisschen, brauchst du ja auch mal so ein bisschen Reibung, damit das halt vorangeht. Mhm. Egal wo ich jetzt war, ich habe ja immer so abends dann meine 4-5 Stationen, weil ich halt immer versuche, irgendwo Anschluss zu finden, dann gehe ich zu der Party und niemand redet mit mir, dann gehe ich zur nächsten Party, aber ich höre dann immer so von Weitem, dass es halt wieder um irgendjemand geht und der ist halt scheiße. Und ich wette aber, ganz oft geht's da auch um uns, Hugi. Mm. Ihr wisst doch, Lästern verbindet und ist häufig auch ein Thema, das man teilt. Wir lästern ja auch immer über alle. Ja, eben. Fein. Eben. Aber wir meinen nicht böse. Ja, doch. David, du hast hier eine Ausstellung, ne? Ja. Das heißt, man kann sich von dir Sachen angucken, die hängen hier irgendwo rum. Ja, aber jetzt ist ja zu spät, wenn die Leute das hier im Park an den Bäumen. Spät. Ah nein, die läuft noch 2 Wochen nach dem Comic-Salon. Mhm. Das ist wie so eine Zeitkapsel. Was genau hat die Zuschauer vom Salon denn da erwartet? Oder auch alle anderen, ist ja auch außerhalb des Salons. Naja, also ich kann es ja mal so zusammenfassen. Ich hatte da am Donnerstag meinen ersten offiziellen Signiertermin und dann kamen da so Cosplayer rein und haben sich umgezogen. Und das ist halt nicht nur meine Ausstellung im Keller vom Ultra Comics Erlangen, sondern das ist halt auch eine Umkleidekabine. Mhm. Also ich bin da nicht auf dem Level von Flix, der so den Redoutensaal bekommt, aber es ist halt echt ein cooles Ding. Also es ist halt auch so eine Wertschätzung von Erlangen. Hey, hier, Filecki. Du bist ja halt aus der Mongoloiden-Manga-Szene, aber du bist jetzt angekommen. Wir nehmen dich auf in unsere dicken, langbehaarten Affenarme und scheiß drauf, dass du halt Manga machst. Aber trotzdem, du darfst jetzt hier kulturell mal was präsentieren. Dann habe ich jetzt wirklich 2 Monate lang mit den Leuten von Erlangen halt die Ausstellung geplant und ich hatte halt gefragt, soll ich jetzt nur das aktuelle Projekt machen? Ich hatte halt die Ausstellung, die vor 2 Jahren Tobi Dahm hatte und der hatte sich halt komplett auf Fahrradmod konzentriert. Vor 4 Jahren hatte das halt Marvel und der hatte sich komplett auf Kinderland konzentriert. Dachte ich, na, das ist ein einfaches Ding, mein aktuelles Projekt, Demon Mind Game bei Tokyo Pop, nehme ich nur davon Sachen rein. Aber da haben die gesagt, nee, du machst ja immer so viel, du hast ja so viele Veröffentlichungen, mach mal repräsentativ über dein ganzes Schaffen. Dann hatte ich 10.000 Seiten Comic und Artwork, aus denen ich jetzt 2 Monate lang immer wieder so Vorauswahlen zusammengesammelt habe. Das war ein fürchterlicher Stress, das war ganz, ganz schlimm die Zeit. Und jetzt kommst du halt in den Keller und es sieht nach nichts aus, aber es ist halt sehr viel Arbeit, die da drinnen steckt, einfach nur, um halt so alte Ordner durchzuwühlen und halt so Glassichtfolien auszuheften. Und hast du ja sogar nochmal neue Bilder extra gemalt. Ja. Also ich habe viel auch extra für die Ausstellung gemacht. Ich habe angefangen, Videos aufzunehmen. Ich bin ja nicht so mit neuen Mädchen bei, aber ich habe jetzt angefangen, solche, wie heißt das, wenn man so Handy woran macht, so Stativ. Instagram-Stories. Genau. Mega. Ja, ich bin jetzt dabei. Ich bin jetzt so Big Player im Multi-Art. Internet, was so ja, aber du hattest Art-Videos anbelangt. Du hattest angesprochen, dass es also deine Ausstellung unter anderem auch die Funktion der Umkleidekabine bietet. Ja. Das ist so ein bisschen ja irgendwie. Du kommst gerade auf eine Idee, merke ich. Nee, aber es ist ja irgendwie auch ein bisschen symptomatisch vielleicht für den Salon. Ich hatte gestern eine junge Frau, die sich mit uns auch über den Manga-Anteil hier unterhalten hat, der über die Jahre sich immer ein bisschen geändert hat, mal mehr, mal darf weniger ich fragen, Aufmerksamkeit mit bekommen. Mit welcher hat. Jungfrau? Ja, kannst du, ich glaube, Schönhauer. Sophie. Ja, ich glaube, ja. Genau. Ja, mit ja. der habe ich gesprochen und das war ein ganz tolles Interview. Wie ist denn so eure Perspektive? Also wie ist im Manga vertreten? Sind Mangaka hier richtig oder gefallen die besser zur Dokumi? Dokumi. Dokumi vergleiche ich immer mit dem Fischmarkt mittlerweile. Das ist einfach nur noch so eine riesige Halle, weil es so groß ist. Weil es so eine riesige Halle ist, wo hunderte von Leuten einfach so Tisch neben Tisch sitzt und ganz viel ist halt so Postkarten und Anhänger und sowas. Da sind wir halt eigentlich auch über, wenn wir da mit unserem Stand sitzen und Bücher verkaufen. Mhm. Ja, wie es Hugi vorhin schon gesagt hat, also wir passen halt nirgendwo rein. Also auch die Comic-Händler tun sich mit unserem Zeug immer ganz schwer, weil die nicht wissen, auf welchen Stapel packen wir das jetzt, weil wir halt, wie man so schön sagt, zwischen den Stühlen halt veröffentlichen.
Und jetzt, ich zum Beispiel, habe ein bisschen mehr in Richtung Mainstream jetzt gerade gemacht, was auch in der Manga-Szene funktioniert und auf sowas wie eine Leipziger Buchmesse beziehungsweise Manga-Comic-Convention, wie das da heißt, da funktioniert halt mein Demon-Mind-Game ganz gut. Jetzt komme ich hier nach Erlangen, da funktioniert Demon-Mind-Game halt überhaupt nicht, weil das zu sehr schreit, hey, ich bin Manga, kauf mich nicht. Aber hier gehen dann wieder so meine skurrilen Trash-Manga-Satire Meta-Ebenen, Action-Comedies, also 78 Tage auf der Straße des Hasses oder meine Ant-Man-Comics, war ja auch zum Beispiel vor 2 Jahren für den Max-Moritz-Preis nominiert. Sowas geht hier dann wieder gut. Und das ist für uns, glaube ich, halt einfach so eine Besonderheit, dass wir halt wirklich in beiden Szenen halt irgendwie zu Hause sind, in beiden nicht so ganz aufgenommen werden, aber immerhin ausreichend genug, dass es sich für uns lohnt, dass wir halt auch so ein bisschen, wie gesagt, in der Familie aufgenommen werden. Ich finde, wir sind immer so akzeptiert ganz gut. Ja, aber mir persönlich gefällt halt tatsächlich Erlangen am allerbesten. Freigetränke, schöne Frauen, gute Freunde und Dokumi, ganz ehrlich, du musst da halt hingehen, weil du da halt richtig fette Umsätze machst. Das machst du in Erlangen nicht. Ja, das macht mir halt keinen Spaß. Also wie gesagt, diese Fischmarkt-Atmosphäre, und das zieht sich halt gerade durch die Manga-Szene. Ganz viele der ganzen Manga-Conventions, die explodieren gerade. Das werden immer mehr so Indie-Aussteller. Aber niemand macht mehr einen Comic. Alle machen halt nur noch irgendwelche Fanart-Postkarten und so weiter. Und ideologisch bin ich da gar nicht bei. Stehen die vielleicht alle noch am Anfang? Nein, leider nein. Also das ist nicht mal das Problem. Also du hast da teilweise auch Leute, die sind echt jetzt schon seit anderthalb Jahrzehnten oder länger dabei. Aber viele geben dann halt auch einfach auf, eigene neue IPs da in die Szene reinzuwerfen, weil die halt merken, ja, guck mal, aber jetzt habe ich hier so ein Goku gemalt oder so eine Sailor Moon. Das verkauft sich 10-mal so oft. Dann mach ich halt nur noch sowas. Und da fehlt halt leider ganz oft so dieses Ideologische. Ich will halt was Eigenes erzählen. Und ich glaube, wir sind halt so zwei Manga-Exoten, die halt dann doch ihre ganz eigenen Geschichten lieber erzählen, weil die diesen Anspruch haben. Ob es jetzt jemand interessiert, was hier zu erzählen haben, ist die andere Frage. Ob wir gute Verkaufszahlen haben? Nein, nicht unbedingt. Aber in der Manga-Szene vermisse ich das halt gerade so ein bisschen. Natürlich hast du da ein paar Ausnahmen, aber wenn du da, gerade Dokumi, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, was jetzt, glaube ich, so 40.000 Besucher oder was hat, wenn du da durch diese riesige Indie-Ausstellerhalle gehst, da hast du vielleicht bei 5% der Ständen auch mal einen Comic. Mhm. Und das bei offiziell einer Comic-Veranstaltung. Das ist irgendwo, gibt es da ein Problem. Da wird aber auch nicht so viel kulturell von einer höheren Instanz noch eingewirkt, wie hier in Erlangen, wo halt wirklich das Kulturamt in Erlangen und die ganzen Ausstellungsmenschen hier, die sich dann wirklich drum kümmern, dass halt alles repräsentiert wird, dass die Künstler zu Wort kommen, dass die ganze Kultur halt auch die ganze Stadt durchzieht. Und das liebe ich halt hier. Ja, du hast halt auch die Feiern, die dann abends noch sind. Also du hast wirklich hier so auch, dass alle zusammenkommen. Bei den ganzen Manga-Veranstaltungen ist es oft so, ne, du bist den ganzen Tag da, du bist dann auch fertig, ausgelaucht, weil es anstrengend ist. Ich finde, hier ist es auch nicht so anstrengend, weil du auch mal, naja, es ist halt so ein bisschen gemütlicher auch. Du bist mitten in der Stadt vor allen Dingen, was auch gut ist. Naja, und bei den großen Manga-Veranstaltungen, aber auch bei den Comic-Cons, da willst du dann einfach abends nur nach Hause noch was essen. Ist eher so, ist eher Arbeit ein bisschen. Ja, und hier geht es dann eigentlich erst los, wenn es vorbei ist sozusagen. Ja, du hast ja das Gefühl, alle 2 Jahre wirst du hier auch als Comic-Zeichner wirklich ein bisschen abgefeiert. Genau, ja. Also mehr so die Comic-Zeichner in der Sicht, die pushen sich da ein bisschen hoch und wir machen unser eigenes Programm und alles, aber du merkst halt mal wieder, okay, dafür machst du das halt. Also für die Freigetränke, für die Bratwurst nach dem Comic-Seminar und so weiter. Aber das ist was wert und das ist nicht so selbstverständlich. Und du brauchst halt aber als Comic-Zeichner, um halt deine Motivation aufrechtzuerhalten, du brauchst immer mal wieder einen Input, dass das, was du machst, irgendjemand irgendwas wert ist. Und das habe ich halt am ehesten in Erlangen. Erst recht, wenn dann halt zum Beispiel Leute in deine Ausstellung gehen oder wenn halt Leute sich freuen, dass ich halt hier dieses Sticker-Album für Panini gemacht habe. Und das ist halt überhaupt nicht selbstverständlich, weil du halt immer weniger Feedback bekommst und du arbeitest ja ganz oft einfach nur so ein halbes Jahr so mit Tunnelblick im Keller und weißt überhaupt nicht, interessiert das noch irgendjemand, was ich mache? Und hier, das ist halt so eine Feedback-Con. Das klingt jetzt alles schon mega professionell. Könnt ihr davon leben?
von eurer Arbeit hier als... Na, Hugi, ja. Was machst denn du beruflich eigentlich? Ja, ich muss noch ganz normal arbeiten. Okay, ja. Mehrwehr. Ja, ja. Passt eigentlich ganz gut zum Comiczeichnerleben, finde ich immer. Und deine Quelle der Inspiration. So ein bisschen, ja. Das ist manchmal sehr stumpfsinnige Arbeit, da kann man sich immer ganz gut Geschichten ausdenken. Aber ich finde das halt ganz wichtig, ich komme dann gleich zu meiner beruflichen Lage, aber ich finde das halt ganz wichtig, ich hatte das auch gestern nochmal, kam ich halt in Gespräch zufällig, wieder beim Thema wären, mit meinen beiden großen Idolen der deutschen Comic-Szene, Marvel und Sascha Wüstefeld, und es ging die meiste Zeit um Steuererklärungen machen, ja, und KSK-Beiträge, okay, aber es ging dann halt auch mal wieder um mein Lieblingsthema, dass halt ein Comiczeichner, den darf es eigentlich gar nicht so gut gehen über lange Zeit. Mhm. Das ist am besten, wenn die erst so mit ihren späten 30ern dann Erfolg haben, weil dann haben die auch was zu erzählen. Du wie musst Musiker, halt, ja. Ja, genau. Mhm. Du musst halt viele Jahre lang Scheiße gefressen haben, sonst bist du halt 18s. Oder halt diese ganzen Retortenbands und so weiter. Und das gibt's halt auch in der Manga-Szene gerade ganz viel, dass halt einfach die Leute noch zu jung sind, die haben noch nichts zu erzählen. Die haben halt dann so ihren Teenie-Herzschmerz, den die versuchen zu Papier zu bringen. Das hat keine Seele und so weiter. Und ich finde halt, bei Hugi merkt man das halt. Also nicht, dass der das thematisiert, dass er auf dem Klärwerk arbeitet, aber Hugi, der rast jetzt auch auf seine 30 zu. Mhm. Aber der ist jetzt langsam so weit geformt, dass der schon so eine Max und Moritz Grapefruit-Novel bald machen könnte. Und ich glaube, das lohnt sich für dich, dass erstmal du noch nicht so erfolgreich bist. Erstmal noch den Quatsch abschließen und dann kommt was über seine kaputte Beziehung, dann kommt was über seine Arbeit beim Klärwerk und so weiter. Da freue ich mich schon drauf. Und das hat auch sonst niemand der deutschen Comic-Szene erlebt. Also ich hoffe, dass der Hugi seinen Quatsch mal abstellen kann. Kommt bald so der Twist und dann ganz viele gibt es, die auf dem Klärwerk arbeiten. Ja, stimmt. Gibt es auf einmal so eine komische Einhard Schnittlänge. Die haben es alle nicht erzählt die ganze Zeit. Es war ihnen zu peinlich. Chef Le Mio, I work on the Klärwerk in Canada. Ja, also ansonsten zu meiner beruflichen Situation. Ja, also ich kann vom Comiczeichnen leben, aber ich lebe nicht von den Comics, die ich hier ausstelle. Ja. Und ich mache halt den Schlaufuchs, das ist ein Zeitungscomic-Strip, der ist für Kinder im Alter von 6 bis 10. Das heißt so das lustige Taschenbuch-Alter. Aber wie beim lustigen Taschenbuch, glaube ich, ist es auch da so, dass in echt, das sind so Männer zwischen 50 und 65, die das lesen. Und das erscheint exklusiv in Hessen seit jetzt mittlerweile über 6 Jahren in der Fuldaer Zeitung. Deswegen kriegt das halt auch niemand mit. Aber das ist halt ein super aufwendiges Projekt. Das ist auch mittlerweile ein richtig großes Franchise, was auch den Raum Osthessen so richtig durchzieht. Und die Schlaufuchs, den gibt es halt an Grundschulen. Da gehen dann halt Leute im Schlaufuchskostüm hin und machen mit den Kindern Projekte. Und dann gibt es halt natürlich auch Merchandise. Damit verdiene ich halt mein Geld. Und das nimmt auch einen Großteil meiner Arbeitszeit in so einer Woche, in so einer klassischen Arbeitswoche ein. Und das alles, was ich so im Bereich Manga mache oder mit meinem Indie-Verlag Delphinium Prints oder sowas, halt Kurzgeschichten für Shazam oder andere Auftragsarbeiten, das ist immer nur so icing on the cake. Also das macht auch finanziell nicht wirklich viel aus dann noch. Aber es hilft gegen die Scheinselbstständigkeit und das ist ja das, was man eigentlich gern macht. Aber so mein Schaffen, das ist wie mit, auch wieder gestern Thema Sascha Wüstefeld, bei ihm ist es halt auch so, er macht halt jeden Tag, Großteil des Tages kleine ICE für die Bahn und sowas wie das Upgrade, was halt hier die Leute abfeiern, völlig zu Recht, das ist halt auch nur Icing on the Cake. Eigentlich schade, dass es halt in Deutschland so funktioniert, aber du kannst ja trotzdem geilen kleinen ICE-Comic machen, du kannst ja trotzdem geilen Schlaufuchs-Comic machen und daran hangel ich mich gerade so ein bisschen hoch, dass du dich halt nicht komplett verraten musst. Und das ist halt so mein Ziel, was ich beruflich hatte. Mehr kannst du auch, glaube ich, in Deutschland nicht erwarten. Vielleicht nochmal eine Frage, jetzt auch so, vielleicht mal so ein bisschen gegen Schluss, die so ein bisschen auf die Metaebene geht. Es geht um die Frage, auf der einen Seite sagen immer alle, na klar sind Manga Comics, die sind eine weitere Facette davon und es gehört alles zusammen, wir sind alle eine große Familie und alles eins. Auf der anderen Seite habt ihr gesagt, ihr fühlt euch in beiden Szenen so halb zu Hause und das Publikum hier vor Ort ist jetzt zum Beispiel auch, was Cosplay angeht, ich glaube einfach, das ist ein ganz anderes als jetzt bei so Manga-Veranstaltungen. Wie ist denn da so euer Eindruck? Wie sehr sind das eigentlich getrennte Szenen? Wie sehr sind es dann doch irgendwie, gibt es da Überschneidungen und gibt es da vielleicht auch einen Trend in irgendeine Richtung? Also ich habe immer so den Eindruck, dass die Zeichner selber auch, also
Also wenn man sich denn kennt und so, dann ist das schon so, ja, ich finde die auch gut. Also die Manga-Zeichner finden die Comic-Zeichner gut und so. Es ist so ein bisschen, kommt auf das Alter an. Also ganz viel so, also hier hast du ja auch immer so die älteren Herren, heißt es immer. Das ist, die gucken das, das Manga-Zeug dann immer so ein bisschen argwöhnisch. Mein Fick-Comic nehmen die alle mit. Den nehmen sie mit dann, ja, genau. Aber ich glaube, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis das so ein bisschen mehr noch ineinander rein. Das, ich glaube, das ist so wellenförmig tatsächlich. Ja. Also das wird immer groß propagiert auf allen Veranstaltungen, wo wir sind. Und angeblich sind alle total liberal und lesen alles und geben dem Ding eine Chance. Aber das ist immer noch nicht die Realität. Das merken wir halt voll. Das ist aber in beiden Extremlagern, also wenn du das jetzt wirklich aufbrichst in Manga und in alles andere, franco-belgische, amerikanische Comics, was ja auch Quatsch ist, das alles als eins zu betrachten. Mhm. Aber wenn du das in diesen beiden Polaritäten betrachtest, hast du ganz klar die Hardline auf beiden Seiten. Das können die ganzen Leute noch so schön reden, aber du hast die Leute. Aber ich glaube halt schon, und das ist halt das Schöne dran, dass die generelle Tendenz ist, dass die Leute doch ein bisschen offener sind und die lassen halt auch mal mit sich reden und gucken dann doch mal rein und lassen sich eines Besseren belehren. Und gerade hier auf dem Comic-Salon kommen ja dann auch viele Leute mittlerweile zum 6. Mal jetzt in Folge zu mir an Stand und meinen, ich habe ja damals schon 2008 da dieses erste Heft gekauft und waren halt vielleicht damals skeptisch, jetzt sind es halt Stammkunden. Darauf musst du halt hinarbeiten, aber es ist halt immer noch nicht selbstverständlich, dass alle Leute natürlich auch mal zu einem Manga greifen und genauso ist es halt nicht selbstverständlich, dass alle Manga-Leute halt völlig offen gegenüber halt so einem franco-belgischen und einem amerikanischen Comic sind oder von mir aus einem iranischen oder halt einem deutschen. Und wir versuchen da zu vermitteln, also es ist halt echt ein Kampf gegen Windmühlen. Wie gesagt, die Tendenz, das klappt dann schon, aber was ich halt finde, ist, dass die Anführungsstrichen Comic-Szene, vor allem die jungen Leute, die jetzt halt nachkommen, diese ganzen Anthologie-Projekte wie halt auch Mondo, Shazam und so weiter, siehst du es halt, die haben natürlich jetzt ihren Manga-Background, weil das jetzt eine Generation ist, die ist natürlich auch mit Dragon Ball, Sailor Moon und so weiter aufgewachsen und das merkst du stilistisch einfach. Und auch wenn die es vielleicht gar nicht so bewusst machen, aber du hast dann manchmal schon auch stilistisch sowas wie die Nasen oder die Augen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, aber vor allem auch sowas wie Paneling, Seitenaufbau, das ist halt auch immer häufiger von Manga inspiriert. Und gerade so diese ganzen Alben da, also auch gerade was jetzt aus Kanada kommt, da merkst du es ganz oft, ja, das ist so Manga-Ästhetik mit drin. Aber das stört dann niemand, weil es auch noch genug westliche Ästhetik ist. Und insgesamt wird es halt so eine Mischung. Genauso hast du halt auch in Japan immer mehr auch so diese westlichen Einflüsse, was beiden Richtungen richtig gut tut, stilistisch und inhaltlich. Mhm. Jungs, vielen, vielen Dank für eure Zeit, die ich heute genommen habe, euch mit uns in die Sonne zu setzen und ein bisschen unter dem Baum und schön plaudern. Ja, schön. Gell? Hat also, mir bis jetzt am besten gefallen. Ja, von allem Comic in meinem Leben aber ja, sogar. Stimmt. Schon ein schöner Tag. Alles klar. Wie immer verlinken wir natürlich alles. Man kann eure ganzen Links, Internetseiten, Social Media Accounts und so weiter finden. Da vielleicht auch einen Eindruck von eurer Arbeit machen. Und ich wünsche euch, ich glaube, viel mehr Erfolg kann man euch gar nicht wünschen, aber ich wünsche es trotzdem. Wir wollen gern noch mehr Erfolg. Superstars hat er schon. War mir eine Freude. Bis zum nächsten Gerne. Mal. Gerne. Ciao. Ja, na dann, tschüssi. Tschüss.